Tüst. Mehr, richtig. Tüst. Das ist gut. Da kommen ja noch Leute. 1, 2, 3. Dann wieder runter.
Hallo, guten Abend. Ich bitte um ein ganz klein wenig Aufmerksamkeit. Der Tino Chrupalla ist im Auto noch unterwegs. Bevor er jetzt nicht hier auf den Hof fährt, fangen wir nicht an. Das bringt ja nichts, sonst hat der Erste geredet und dann haben wir lange Pause. Das wollen wir nicht. Also ich bitte um noch ein bisschen Geduld. Danke. Guten Abend, Baden-Baden. Hallo. Mein Name ist Alexander Apaschi, ich bin Stadtrat hier in Baden-Baden und ich werde Sie heute durch dieses kleine Programm, das wir für Sie zusammengestellt haben, durchführen. Wir haben jetzt unsere Rednerliste fast voll. Der Markus Frohnmeier ist auch noch auf dem Weg, der wird auch noch bald kommen. Und ich freue mich, dass ihr heute hier alle hergekommen seid, trotz dieses tollen Wetters, trotz des Fußball heute Abends, trotz des Feiertagsmorgens, wo alle nur feiern gehen. Ich habe auch gemerkt, die Gegendemo, die wir hier haben an zwei Plätzen, ist auch sehr, sehr klein angefallen. Und ich muss sagen, ich freue mich drüber, dass die Baden-Badener das Thema Politik so entspannt sehen, dass sie alle so friedlich sind und dass sie vielleicht doch lieber noch einen trinken gehen, als sich irgendwo auf die Straße zu stellen. Ich möchte nun zuallererst das Wort an unseren leider scheidenden EU-Abgeordneten Joachim Kuss geben. Er wird Sie nochmal begrüßen, wird ein paar Worte über seine Zeit in der EU sagen. Das wird für Sie auch informativ sein, denn wir haben ja auch Europawahlkampf. Und danach wird der Tino Chrupalla seine Rede halten, für die Sie auch gekommen sind. Danke. Tino Chrupalla. Genau. Okay, nachdem wir das mit dem Wasser jetzt geklärt haben, genau, kann ich anfangen. Guten Abend, herzlich willkommen bei uns zu unserer Veranstaltung des Kreisverbandes Baden-Baden-Rastatt. Und ich freue mich sehr, dass die Halle doch sehr gut gefüllt ist
und dass wir heute Abend Sie begrüßen dürfen. Wir möchten heute Abend mit einigen unserer guten quasi Exponenten unserer Partei Ihnen einfach mal sagen und vorstellen, wer wir sind und was wir wollen. Und wir möchten, dass Sie einen Eindruck bekommen von unserer Partei. In der Presse wird ja leider sehr häufig nur die Hälfte gesagt von dem, was wir sagen. Und heute Abend möchte ich auch ganz herzlich die Presse begrüßen, die heute Abend da ist. Und ich habe die Hoffnung, dass es hier in Baden-Baden auch ein bisschen anders läuft und ein bisschen besser ist und dass doch umfänglicher berichtet wird über das, was heute Abend Sie erfahren dürfen. Ich möchte auch noch eine kleine Dankesrunde machen, weil wir nämlich hier heute Abend einfach diese Veranstaltung nur machen konnten, weil ganz, ganz viele ehrenamtliche Helfer die Bühne geschmückt haben, das alles hergerichtet haben. Sie sind aus vielen anderen Städten auch sind welche gekommen, die auch den Livestream jetzt organisiert haben. Und wir haben eine Sicherheit hier, wir haben die Polizei vor Ort. Da sind wir sehr dankbar dafür, dass sie uns auch diese Veranstaltung wirklich schützt und sichert. Und vor allem sind wir dankbar, Tino, dass du heute Abend hier bist und die lange, lange Fahrt von Berlin hierher auf dich genommen hast. Und wir wissen, dass du auch nachher noch weit, weit noch mal 8 Stunden fahren musst, bis du wieder zu Hause bist. Und deshalb ganz herzlichen Dank, dass du heute Abend da bist. Ich selbst wurde angekündigt, ich würde was berichten aus meinen letzten 5 Jahren im EU-Parlament, aber Sie brauchen keine Angst bekommen. Ich werde keinen langweiligen Tätigkeitsbericht abliefern, sondern ich möchte Ihnen einfach aus meiner Zeit, aus den letzten 5 Jahren, 3 Geschichten erzählen oder 3 Begebenheiten, die für mich sehr, sehr vielleicht prägend auch waren und die mir so ein kleines Streiflichter sind im Blick auf meine Tätigkeit in Brüssel und Straßburg. Die erste Geschichte, die handelt von einem Mann, dem ich täglich begegnet bin, auf meinem Weg von meiner Wohnung, die ich dort in Brüssel genommen habe. Das war so 15 Minuten Fußmarsch, jeden Morgen, Berg runter, Berg hoch. Da kam ich auch immer ein bisschen in Schwitzen. Das soll ja gut sein für so ältere Politiker. Und deshalb habe ich das immer gerne gemacht. Und da bin ich morgens dann immer recht früh auch ins Parlament gekommen. Und da begegnete mir an einer bestimmten Stelle vor einem Bäcker, saß ein Bettler. Und der saß da Tag aus, Tag ein, immer wieder bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter. Und was der hatte, war für mich unglaublich wichtig, der hatte immer ein strahlendes Lächeln für mich. Und er hat sich immer gefreut, wenn ich ihm dann mal 2 Mark zugesteckt habe. Und dann hat er sich bedankt, hat gesagt, merci Monsieur, und hat gesagt, also sich mir einen guten Bon Travail gewünscht und so weiter. Es war einfach süß. Und wenn der mal nicht da war, vielleicht weil er krank war oder weil es vielleicht dann doch Katzen und alles Mögliche geregnet hat, dann hat er mir richtig gehend gefehlt. Der hat mir jeden Tag so ein bisschen die Motivation gegeben, für meine Arbeit die zu tun und nie zu vergessen, wer ich bin und was meine Aufgabe ist. Er hat mich immer wieder runtergeholt, auf der einen Seite, anderer Seite mir Motivation gegeben, meine Arbeit vielleicht mit einem genauso strahlenden Lächeln und meiner freudigen Herzen zu tun, wie dieser Mann, der sonst nichts hatte als eben seine Bettelei. Die zweite Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, die hat mit der Frau von der Leyen zu tun. Und ja gut, die ist nun mal da, sie wurde ja damals, als ich auch das erste Mal ins Parlament kam und auch das erste Mal dort saß, in Straßburg, in diesem großen Rund mit 700, damals waren es 736 Abgeordnete, da hatte sie dann, nachdem sie mit knapper Not, gerade mit 9 Stimmen Mehrheit gewählt worden war, hat sie dann eine Rede gehalten, ihre erste Vorstellung, so eine Art Regierungserklärung, und da hat sie lang und breit auf Englisch, Französisch und Deutsch verkündet, dass sie ein neues Europa bauen will. Nur, sie hat dann gesagt, sie möchte dieses Europa bauen auf den Fundamenten, auf den 2 Fundamenten der griechischen Philosophie und des römischen Rechts. Und da habe ich schon gleich gedacht, da fehlt doch was. Und dann habe ich dann nachher in meiner Rede, das war meine erste Rede, die ich damals auch halten konnte, und
durfte. Eine Minute übrigens nur, denn das ist ja üblich im Parlament in Straßburg. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, also Sie haben, glauben Sie wirklich, dass ein Haus, das Sie bauen wollen mit zwei Fundamenten, dass das stabil ist? Normalerweise braucht man mindestens drei Stützen, drei Pfeiler für so ein Haus. Und vier wären noch besser. Und dann habe ich gesagt, ich vermisse das christliche Fundament. Ich vermisse die christlichen Wurzeln, die Grundlagen, die Europa eigentlich immer geprägt haben und die sie stark gemacht haben. Und deshalb war mir das ein großes Anliegen. Von Anfang an, von der ersten Stunde an, war sie dieses Thema der christlichen Verwurzelung und des Fundaments dort in diesem großen Haus reinzubringen. Und dieses Thema hat mich übrigens die ganze Zeit begleitet. Ich habe dazu auch drei Bücher geschrieben bzw. herausgegeben. Und das letzte Buch, was ich letztes Jahr geschrieben habe, das handelt genau von diesem Thema. Und das heißt eben ohne Wurzeln keine Zukunft, 12 Prinzipien für Europa. Und da habe ich versucht, in ganz einfachen Worten 12 wichtige Prinzipien, die Sie alle kennen und die Sie alle, glaube ich, auch für richtig und gut und sinnvoll halten, die zu beschreiben. Unter anderem eben die christlichen Werte, dann die Familie, Subsidiarität, Demokratie, Freiheit, Gleichheit und so weiter. Auch die Trennung von Kirche und Staat und all diese Dinge. Und das ist das, was diesem Europa fehlt. Was ich festgestellt habe, das ist wirklich dieses, was man eben immer als Europa bezeichnet, was aber im Grunde genommen nur ein kleiner Ausschnitt ist, nämlich die EU, die ein Eigenleben entwickelt hat, die sich in einer gewissen Selbstverherrlichung, Selbstmacht ermächtigt hat, immer mehr zentrale Gewalt und Macht sich anzueignen und die vergessen hat, dass ein Europa, das nicht christlich ist, keine Zukunft haben kann. Und das ist das, was ich hier gelernt habe von dieser ersten Rede, die damals die Frau von der Leyen gehalten hat. Und ich hoffe, dass jetzt auch der Mark, der eben jetzt dort in das Parlament kommt, dass er diesen Auftrag sozusagen auch versteht und das weiterträgt. Denn eine Zukunft Europas ohne das Christentum kann es nicht geben. Wenn ich schon dabei bin, genau, okay, dürft ihr gerne machen. Wenn ich schon dabei bin, eben Bücher zu empfehlen, dann die Sie übrigens draußen kaufen können, erwerben können am Büchertisch, dann möchte ich ganz kurz noch auf zwei weitere Bücher hinweisen. Eins, das war das erste, das sind Bekenntnisse von Christen, der Alternative für Deutschland oder in der neueren Auflage heißt es, warum Christen AfD wählen. Und das zweite Buch ist Mut zur Wahrheit, warum die AfD für Christen mehr als eine Alternative ist. Das ist zusammengeschrieben worden mit Volker Münz, der übrigens auch heute da ist, draußen im Foyer, und einem anderen Autor, Holger Schmidt. Okay, das nur so nebenbei. Und jetzt kommt die dritte Geschichte. Was war mir noch wichtig? Die dritte Geschichte handelt von meinen Mitarbeitern, die ich in Brüssel hatte. Und da muss ich Ihnen sagen, da bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich solche treue, loyale und wirklich fleißige Mitarbeiter gehabt habe. Heute Abend sind drei von denen hier und ich möchte Ihnen stellvertretend für alle anderen danken und mein Lob und meine Anerkennung für eure wertvolle Arbeit aussprechen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Denn ich hatte auch noch 6 Praktikanten, 3 Männer und 3 Frauen. Und die 3 Frauen, die kamen interessanterweise alle aus östlichen Ländern. Eine aus Russland, eine aus Georgien und eine zu dem Zeitpunkt ab Januar 2022, als dann im Februar der Ukraine-Krieg kam, eine aus der Ukraine. Und fragen Sie mich nicht, warum ich gerade auf die gekommen bin. Das hat sich so ergeben. Ich war Fügung, Schicksal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir das Schicksal gerade dieser Ukrainerin hat mich sehr bewegt, sehr berührt. Und wir haben alles daran gesetzt, dass ihre Mutter und ihre kleinere Schwester dann hierher kommen konnten
und dass sie hier Schutz finden konnten. Der Vater musste dort bleiben. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das deshalb, weil überall, wo man hinkommt, auch heutzutage, man immer hört, die AfD sei extremistisch, sei rassistisch, sei fremdenfeindlich, sei menschenfeindlich, werde gegen christliche Werte verstoßen und was und. Das stimmt einfach nicht. Und ich möchte einfach, dass Sie das wissen, dass wir wirklich nicht so sind, wie man uns in eine Ecke stellt. Wir sind nicht so. Und das ist nicht nur ich, das sind andere genauso. Und ich möchte Sie einfach bitten, hören Sie immer, wenn Sie etwas lesen oder etwas sehen, hören Sie immer die andere Seite. Das ist ein alter Rechtsgrundsatz. Audiatur et altera pars. Hören Sie die andere Seite. Und dann bilden Sie sich ein Urteil. Aber bitte nicht vorher. Und wenn das diese Veranstaltung heute bei Ihnen bewirkt, dass Sie vielleicht mal einfach sagen, okay, jetzt höre ich die andere Seite und ich lasse mich einfach mal mitnehmen in diese andere, vielleicht für Sie erstmal schreckliche, unangenehme Situation der AfD zuzuhören, dann tun Sie es bitte. Seien Sie mutig, seien Sie stark, lassen Sie es einfach mal sozusagen über sich ergehen. Vielleicht sind Sie am Schluss so weit, dass Sie sagen, oh, ich habe etwas dazugelernt und vielleicht können Sie es dann zum Schluss vielleicht sogar genießen. Und wenn das gelingt, dann war meine Arbeit auch in Brüssel nicht umsonst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Joachim, ich muss jetzt auch Danke sagen, weil ich habe mit ihm 5 Jahre in Brüssel und in Straßburg zusammengearbeitet. Und es hat mir großen Spaß bereitet und ich bin dir unendlich dankbar für die Worte, die du gerade gesagt hast. Danke. Und obwohl du von hier bist, kriegst du trotzdem von uns eine Flasche badischen Wein. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wir sind im Kommunalwahlkampf. Rechts und links auf diesen großen Postern sehen Sie unsere Truppe, die sich anschickt, in den Baden-Badener Stadtrat einzuziehen. Das sind die ersten 8 auf der Liste mit einer sehr realistischen Chance. Merken Sie sich die Gesichter, Sie werden sie auch hier drin nochmal sehen. Aber wir sind ja nicht nur für die Kommunalwahl hier, sondern für die Europawahl, wie gesagt. Und das Thema europäische Politik zieht sich durch über den Bundestag, über den Landtag bis in die Kommunen. Mit unserem nächsten Redner, der 1,5 Arbeitstage unterwegs ist, um zu uns zu kommen, nämlich einen halben hierher und noch mal fast einen ganzen wieder zurück nach Sachsen, der kennt die Sicht aus dem Bundestag, was Europa mit unserem Land macht. Und er weiß auch von seinen Kollegen in Sachsen, die sehr stark sind in den Kommunen, was das in den Kommunen bedeutet. Deswegen freue ich mich sehr, jetzt Tino Chrupalla auf die Bühne zu bitten. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen doch warmen Empfang und ich freue mich auch sehr, lieber Joachim, hier eingeladen worden zu sein von dir. Ich habe ja dir versprochen, im Wahlkampf nach Baden-Baden zu kommen. Und jetzt sehe ich auch den Landesvorsitzenden Markus Frohnmeier hier. Markus, ich grüße dich, Anton Baron und auch Marc Jong, der ja auch noch zu Ihnen sprechen wird. Also ich freue mich sehr, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen. Das habe ich auch gerade noch so einrichten können auf meiner Reise, ich sage mal so quer durch die Republik. Einmal von Berlin nach Baden-Baden, dann zurück nach Görlitz, wenn Sie auf die Karte gucken, nochmal komplett quer durch die gesamte Republik. Aber es war mir wichtig, weil auch hier wird Wahlkampf gemacht. Joachim hat es richtigerweise gesagt, hier geht es um eine starke Truppe in den Stadtrat, aktuell mit 3 Stadträten vertreten. Ich denke, der Stadtrat wird wachsen und wird auch weiter sich vergrößern. Das muss das Ziel sein und da möchte ich natürlich gerne auch meinen Beitrag leisten. Und was wir aktuell ja auch gerade nicht bloß im Kommunalwahlkampf, auch im Europawahlkampf erleben, und Sie erleben es ja viel, auch gerade in der aktuellen Diskussion,
was natürlich Angriffe auf Politiker zum Beispiel angeht, vor allen Dingen auf Angriffe auf Politiker aller Parteien. Und ich möchte es auch hier nochmal deutlich sagen, dass ich habe das schon immer gesagt und auch ich verurteile jeden Angriff auf Politiker, egal aus welcher Partei, aus welcher politischen Strömung, egal welcher Gesinnung diese sind. Ich denke, es muss klar sein, dass Wahlkampf gewaltfrei sein muss. Dafür steht die AfD, dafür haben wir uns immer eingesetzt und dafür werden wir auch weiterhin kämpfen, liebe Freunde. Dennoch muss man sich die Berichterstattung der letzten Tage und auch die Demonstrationen, die dann wieder stattfanden, der letzten Tage einmal genauer anschauen. Und ich habe wirklich ein Stück weit, und ich kann mir auch teilweise, oder nicht bloß teilweise, ich könnte Ihnen jetzt eine halbe Stunde aus meinem Leben und aus meiner Person hier einen Bericht erstatten, aber das möchte ich nicht tun, da um meine Person geht es jetzt in diesem Zusammenhang nicht. Aber wenn man einfach mal sich anschaut, was zum Beispiel der Justizminister Herr Buschmann twittert zu diesem Angriff oder was die Innenministerin Frau Faeser zu diesen Angriffen sagt, dann sieht man eigentlich, und das ist das, was mich am meisten stört, was mich auch wirklich ärgert, gerade wenn man selber solche Angriffe erlebt hat, wo man physische Gewalt ausstehen musste, erleben musste, wo auch mein Haus angegriffen wurde, Autos angezündet etc., wenn dann muss ich sagen, stört mich am allermeisten, daran sieht man, dass es hier diesen Politikern eben nicht darum geht, die Dinge zu verbessern, auch die Stimmung in diesem Land zu verbessern. Weil es ist für mich nichts anderes als eine übelste Doppelmoral und Heuchelei, wenn man vor allen Dingen davon spricht, welche Person es betrifft, welche es betreffen darf und welche nicht, wenn der Justizminister davon spricht, es ist nicht erlaubt und es soll nicht gestattet sein, seriöse Demokraten anzugreifen. Und dann frage ich mich, wen meint er damit, mit seriösen Demokraten und wer sind keine seriösen Demokraten? Also sind dann unseriöse Demokraten freiwillig in diesem Land? Oder wenn die Innenministerin davon spricht, dass man Demokraten nicht angreift in diesem Land, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, man greift in diesem Land überhaupt keine Menschen an, egal welcher Gesinnung. Egal welcher Gesinnung und welchem politischen Couleur man eigentlich ist. Das müsste eigentlich eine Innenministerin, die ja für die innere Sicherheit zuständig sein, von per se aus, von sich aus auch genauso meinen. Aber leider meint sie das eben nicht. Und wenn man jetzt dazu noch sieht und auch fordert, auch politisch, man möchte eine Innenministerkonferenz einberufen, dass man zum besonderen Schutz von Politikern aufruft, besondere Maßnahmen einleitet, vielleicht die Gesetze verschärft, dann muss ich Ihnen sagen, wissen Sie, das geht mir alles zu weit. Denn auch wir Politiker sind normale Bürger und wir Politiker verlassen uns natürlich genauso auf die Sicherheitskräfte, auf die Polizei, was unser gutes Recht ist. Dafür sind sie da, dafür zahlen wir alle Steuern. Und was wir aber auch als Politiker erleben, auch die Kommunalpolitiker in diesem Land, das ist mittlerweile für viele Bürger Alltag in diesem Land. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Wenn man sich anschaut und jeden Tag liest, wie viel Gewalt stattfindet auf den deutschen Straßen, wenn man sieht, vor einigen Tagen den Mord an einen 30-Jährigen in Paderborn, wo zwei Jugendliche oder beziehungsweise junge Männer, Marokkaner und Tunesier, einen 30-Jährigen abgestochen haben, wo waren da die Demos und die Transparente für Sicherheit? Diese Gewalttaten gehören mittlerweile zur Normalität. Vergewaltigungen von Frauen, die sich nicht mehr sicher fühlen, Kinder, die nicht mehr sicher zur Schule gehen können. Das ist Normalität mittlerweile in diesem Land. Das interessiert mittlerweile keinen mehr. Das sind mittlerweile kleine Nachrichten in den Zeitungen, ohne dass sich darüber groß jemand aufregt. Da sagen wir ganz klar und auch ich hier ganz deutlich, wir brauchen sichere Straßen für alle Bürger in diesem Land, für unsere Eltern, für unsere Kinder und für unsere Alten. Das muss eigentlich in der Bundesrepublik wieder zum Alltag gehören, liebe Freunde. Und das erwarte ich ein Stück weit von allen Parteien, auch in der Abrüstung der verbalen Worte. Und ich nehme uns da als Partei überhaupt nicht aus. Da haben alle ihren Beitrag zu leisten. Und wenn wir immer, und wenn gerade diese Parteien und diese Funktionäre von gemeinsam sprechen, dann bitte ich auch darum, dass gemeinsam gemeinsam ist. Und das bedeutet für alle Politiker, die in diesem Land Politik betreiben, ob
und welcher Gesinnung, das sollte erstmal zweitrangig sein. Das erwarte ich auch von der Vorbildfunktion einer der Bundesregierung und das erwarte ich auch, dass das eine Innenministerin auch so für sich vertritt. Und das ist eigentlich das, was wir als AfD nur wollen, nichts anderes. Alles andere gehört zum politischen Wettbewerb. Dafür kämpfen wir im Wahlkampf, dafür kämpfen wir auch als AfD. Der soll hart sein, aber gewaltfrei, liebe Freunde. Ja, und was wir auch die letzten 2 Jahre gerade als AfD erlebt haben und gesehen haben, gerade wie wir uns auch in vielen Punkten für die Interessen der Bürger eingesetzt haben. Und das ist auch unser Hauptthema immer im Wahlkampf gewesen, uns für die Interessen der Bürger einzusetzen. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben das vor 2 Jahren vor allem begonnen in der Corona-Zeit. Und auch das ist übrigens ein Punkt, wo viele Bürger noch wissen, wie Politik und Politiker über diejenigen, die sich zum Beispiel in diesem Land nicht impfen lassen wollten, geredet haben, wie sie ausgegrenzt wurden. Auch das hat zur Verrohung beigetragen, auch das hat zur Spaltung in diesem Land beigetragen. Das haben aber viele Menschen vergessen. Wenn ich nur an uns in Sachsen denke, wie dort gerade in Sachsen teilweise ausgegrenzt wurde, aber das ist natürlich nicht bloß bei uns so. Bei uns wollte der Ministerpräsident und die Staatsministerin Frau Köpping in der Psychiatrie Plätze freimachen für Ungeimpfte. Und das war ganz normal, das hat die Zeitung ganz normal so geschrieben, dass diejenigen dort im Prinzip auch kaserniert werden dürfen, wenn man sich nicht impft, wenn man sich weigert. All diese Dinge haben die Menschen nicht vergessen. Oder wie ausgegrenzt wurde, wie auch Friedrich Merz hier klar sich geäußert hatte, kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballspieler mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal. Das waren Worte von Friedrich Merz, der heute CDU-Vorsitzender ist. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat auch hier die falsche Regierungspolitik immer flankiert und Demonstranten unter Generalverdacht gestellt. Auch das haben wir nicht vergessen. Oder wie der Minister Spahn und Lauterbach sich ihrer Verantwortung entzogen haben, wie Maskendeals getroffen und gemacht wurden, Milliarden Euro an Steuergeldern zum Fenster rausgeschmissen wurden, wie alte Menschen ohne ihre Angehörigen alleine sterben mussten, wie Kinder eingesperrt wurden. Diese Aufarbeitung fordert nur eine Fraktion und eine Partei in diesem Land, das ist die AfD und wir werden uns da weiter dafür einsetzen, dass es aufgearbeitet wird und dass dafür auch die Verantwortlichen sich zur Rechenschaft stellen müssen. Das ist unsere Aufgabe als Politiker. Und das gehört auch ein Stück weit zur Glaubwürdigkeit der Politik dazu. Und das ist auch das, was an Glaubwürdigkeit bei den anderen Parteien fehlt. Die fragen sich ja immer, wie kann es sein, dass eine SPD in Sachsen in Umfragen nur noch bei 6 oder 5% ist, die Grünen genauso. Ja, weil genau diese Parteien diese Politik vorangetrieben hat. Warum ist denn die AfD in vielen ostdeutschen Bundesländern auf Platz 1 in den Umfragen? Man muss sich ja auch mal die Frage stellen, wieso ist es denn so gekommen, dass die AfD so gewachsen und so gestärkt in die Wahlkämpfe gekommen ist? Lag es nur an uns? Wir sind sehr gut, wir haben gutes Personal, heute reden ja viele, das mag sicherlich ein Grund sein. Aber im Endeffekt sind wir das Produkt schlechter Politik. Und wir haben in diesem Land, endlich auch wieder vielen Bürgern, die bis dato von der Politik nichts mehr wissen wollten, vielen Mittelständlern, vielen Handwerkern, eine Stimme gegeben. Das ist unsere Aufgabe, denen eine Stimme zu geben und vor allen Dingen, wir setzen uns zuallererst für die Interessen der Bürger ein, für die Interessen der deutschen Bürger. Das ist unsere Aufgabe, denn wir sind von Ihnen, vom Korrektiv, vom Souverän, sind wir gewählt. Das ist unsere Aufgabe und dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen, liebe Freunde. Was haben wir noch für Alleinstellungsmerkmale? Und auch darauf kommt es in der Politik eben an. Wenn man sich die Parteien, die Ampelparteien anschaut, von Grüne, FDP, SPD, wenn man sich die Prioritäten anschaut, dieser Regierung, wenn man sich die wirtschaftlichen Daten anschaut in diesem Land und dann die Prioritäten dieser Regierung, dann sieht man eigentlich, dass in diesem Land einiges schiefläuft. Über wirtschaftliche Probleme, über Energiekosten, die durch die Decke gehen, die sich viele Bürger nicht mehr leisten können auch und viele Unternehmen nicht mehr leisten können. Deswegen haben wir ja eine Deindustrialisierung, dass große Industrieunternehmen abwandern. Darüber spricht in diesem Land in den Medien fast keiner mehr.
Warum ist das so? Wenn man sich die Dinge anschaut und was sind die Prioritäten der Bundesregierung, dann wird dann im Bundestag bis zur Sommerpause, und wenn man sich die Gesetze anguckt, die nächsten Wochen darüber gesprochen, ob man sich das Geschlecht jedes Jahr wechseln kann. Das sind die Prioritäten, dass man Hanf legalisiert und dass der Bundestagsabgeordnete der AfD nicht mehr im FC Bundestag spielt. Das sind die Prioritäten dieser Bundesregierung mit einer FDP, die sonst und früher für Wirtschaftspolitik und Handwerkspolitik eingestanden ist, die sich dafür aber überhaupt nicht mehr interessiert. Und deshalb sage ich Ihnen, liebe Freunde, eine FDP braucht in diesem Bundestag niemand mehr. Diese FDP ist überflüssig. Und dann komme ich zum Alleinstellungsmerkmal, wo wir uns von Anfang an dafür eingesetzt haben, dass dieser Krieg in der Ukraine, den Russland begonnen hat, dass dieser so schnell wie möglich beendet werden muss, und zwar nicht mit Waffenlieferungen, sondern mit Verhandlungen und Diplomatie. Und das müsste die Aufgabe einer Bundesregierung sein, sich sofort dafür einzusetzen, jeden Tag diplomatische Beziehungen aufzubauen, versuchen mit den Verhandlungspartnern, den USA, der Ukraine und Russland, an einen Tisch zu kommen, damit dieser Konflikt, damit dieser Krieg sich nicht weiter in Europa ausdehnt. Das muss im Interesse unserer Bevölkerung sein, denn ich denke, gerade wir Deutschen haben aus der Geschichte genug gelernt. Und ich bin mir sicher, Sie alle wissen das, und wir wollen es auch nicht, dass dieser Krieg sich auf Deutschland und Westeuropa weiter ausdehnt. Denn wir werden nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auch den Dritten Weltkrieg nicht gewinnen. Das muss klar sein, und dafür werden wir uns auch einsetzen. Und deshalb muss man diesen Kriegstreibern, und man kann es nicht anders nennen, aller Parteien, wirklich Einhalt gebieten. Wenn man sich anschaut, die Worte von dem Verteidigungsminister Pistorius von der SPD, der die Bundeswehr in 5 bis 8 Jahren kriegsreif machen will, oder der FDP-Verteidigungspolitiker Faber fordert Kriegswirtschaft, das heißt also vorrangig die Waffenproduktion in Deutschland berücksichtigen vor der normalen Wirtschaftskraft. Überall hört man nur noch Krieg, Krieg, Krieg. Der Gesundheitsminister will das Gesundheitswesen auf Krieg umstellen. Die Bildungsministerin Stark-Watzinger will Kriegspropaganda in die Schulen tragen, wo ich ganz klar sage, liebe Bürger, liebe Freunde, in den Schulen haben die Kinder Lesen und Schreiben zu lernen und nicht Kriegspropaganda. Das muss Priorität sein. Oder wie der Wirtschaftsminister Habeck Deutschland auf einen Landkrieg vorbereiten möchte. Alle diese Aussagen machen Angst. Oder wenn man sich das letzte Interview bei der Bundespressekonferenz vom Generalinspekteur Breuer angeschaut hat, wo er gesprochen hat davon, wir gehen jetzt all in an der Ostfront. Und ja, es wird jetzt laut auf Deutschlands Straßen und Schienen, sie werden viele Militärfahrzeuge Richtung Osten fahren sehen. Und man kann der Bevölkerung nur zurufen, ja, winken Sie den Soldaten doch durchaus zu, geben Sie ihnen ein Like. Also da muss man sich wirklich fragen, wo leben wir eigentlich? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, und das ist unsere Haltung als AfD, wir werden uns für Frieden einsetzen, und diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, dürfen in diesem Land auch nicht beschimpft werden. Wir wollen keinen Krieg mit Russland, und wir wollen vor allen Dingen nicht unsere Kinder und Enkelkinder in diesen Krieg schicken, liebe Freunde. Das werden wir verhindern. Und allein wenn man sich die Kosten anschaut, die dieser Krieg schon vor allem Deutschland gekostet hat. Wir reden vom Bürgergeld. 1 Million Ukrainer in Deutschland, die mittlerweile hier versorgt werden. 3/4 davon im Bürgergeld, das sind 6 Milliarden Euro pro Jahr, die uns allein das kosten. Mittlerweile hat selbst die CDU, CSU gemerkt, dass das nicht mehr geht, dass diese Kosten aus dem Rahmen geht. Und selbst die fordern jetzt, die Ukrainer aus diesem Bürgergeld herauszunehmen. Die Beschäftigungsquote bei Ukrainern liegt bei 25%. 22 Milliarden Euro Militärhilfe seit Kriegsbeginn, die Deutschland direkt an die Ukraine gegeben hat. 19 Milliarden Euro Hilfen über die EU. Und mittlerweile wird vom Wiederaufbau gesprochen, da macht man bereits schon Fonds auf. 200 Milliarden Euro wird uns das kosten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Ukraine werden wir sicherlich unterstützen auf humanitärer Ebene, auf humanitärer Weise. Das ist für uns selbstverständlich. Aber die Ukraine ist für uns nicht das 17. Bundesland. Das sage ich hier auch ganz deutlich. Das dürfen wir und dürfen wir uns auch nicht geben.
Und wenn wir über Frieden und Sicherheit in diesem Land reden, dann gehört für uns, auch wenn das natürlich immer wieder so getan wird, als wenn es nicht auch territorial so wäre, gehört für uns Russland zu Europa. Und wir wollen Frieden und Sicherheit mit allen Nachbarn und mit allen Ländern Europas und der Welt. Das muss eigentlich auch deutsche Außenpolitik sein. Und auch das Bestreben einer Außenpolitik, einer deutschen Außenministerin, die aber durchs Land fährt, durch die Länder fährt der Welt und sich benimmt wie ein Elefant im Porzellanladen. Die mit erhobenen Zeigefinger andere Länder belehrt oder Präsidenten als Diktatoren beschimpft, wie will man dann auf diplomatischer Ebene überhaupt Gespräche führen? Ja, es gibt sicherlich Länder, wo wir uns einig sind, wo dort Regierungsformen herrschen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Aber ich sage immer, wir brauchen auch diesen Ländern und wir müssen diesen Ländern auch Respekt gegenüber zollen. Es ist ihre eigene Sache, wie sie leben wollen, wie sie mit ihrer Vergangenheit umgehen, das müssen diese Länder für sich selbst entscheiden. Das liegt nicht im Interesse Deutschlands, denjenigen vorzuschreiben, wie sie zu leben oder zu arbeiten haben. Wir brauchen und wollen gute Beziehungen zu diesen Ländern wirtschaftlich, aber vor allen Dingen des Friedens und der Versöhnung wegen. Und deshalb brauchen wir mit diesen Ländern auch gute Beziehungen. Und dafür werden wir uns als AfD einsetzen, wenn wir in Regierungsverantwortung auch kommen werden. Was haben wir auch im Bundestag gefordert? Und darüber redet ja auch niemand mehr, wenn man sich anschaut, was unsere Infrastruktur angeht, unsere vor allen Dingen kritische Infrastruktur, Gasversorgung. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, den wir als Deutschland, der uns in dieser Welt überhaupt wettbewerbsfähig gemacht hat, mit Gaspreisen von 4-5 Cent die Kilowattstunde. Mittlerweile redet man davon, redet die Bundesregierung davon, ja, wir haben ja mittlerweile wieder die gleichen Preise wie vor dem Krieg. Na, das stimmt einfach nicht. Jeder, der zu Hause seine Abrechnung sieht von den Stadtwerken, die eben nicht die Rechnung die Sonne und der Wind schickt, sondern die Stadtwerke, der sieht, wie die Kosten mittlerweile explodiert sind, was die Preistreiber sind. Das ist Fernwärme, das ist natürlich auch Energie, das ist Strom, Gas, was sich verdoppelt hat, Strom teilweise verdreifacht, was sich viele Bürger einfach nicht mehr leisten können oder vor allen Dingen viele Bürger mit einer Rente von 900 Euro überhaupt kaum noch leisten können. Und deswegen sagen wir, deshalb brauchen wir gute Beziehungen und dieser Wettbewerbsvorteil war russisches Gas und deshalb muss der Anschlag, den definitiv nicht die Russen begangen haben, auf Nord Stream aufgeklärt werden. Wir wollen wissen, wer dafür verantwortlich ist und wir wollen die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft ziehen, liebe Freunde. Und wenn wir uns anschauen, wer davon profitiert, wir haben es ja gesehen mit dem Heizungsverbot, was Habeck durchgesetzt hat, Wärmepumpenzwang, der Rückbau des Erdgasnetzes, was er jetzt vorantreibt. Also man will im Prinzip in den Jahren, wo die Grünen regieren, die Infrastruktur so weit zurückbauen, dass man im Prinzip überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, diese nach dem Desaster bzw. nach der Abwahl der Grünen wieder intakt zu bringen. Das möchten die Grünen bringen. Wir wollen auch den voreiligen Kernkraftausstieg rückgängig machen, damit wir wieder günstig Energie haben. Denn man sieht eins. Transformation im deutschen Sinne heißt nichts anderes als Deindustrialisierung. Und das erleben immer mehr Unternehmen, immer mehr Bürger in diesem Land. Und diese Energiewende, die verrückteste Energiewende, wo es kein Land der Welt gibt, die das gleich machen, was die Bundesrepublik Deutschland macht, Ausstieg aus Kernkraft, Ausstieg aus Gas, Ausstieg aus Kohle, nur mit Windkraft und mit Photovoltaik, wird ein Industrieland wie Deutschland nicht versorgungssicher und grundlastfähig versorgt werden können. Das wissen wir alle. Und wenn man sich die Kosten alleine anschaut, die ja mittlerweile explodieren für den Netzausbau, für die weitere Stromversorgung, bis 2035 1.100 Milliarden Euro, also 1,1 Billionen Euro soll dieser Ausbau kosten, den Sie als Steuerzahler, den Sie als Verbraucher bezahlen müssen. Da sagen wir Nein dazu, wir brauchen wieder russisches Gas, deswegen brauchen wir gute Beziehungen und wir werden uns auch dafür wieder einsetzen, dass wir wieder günstiges Gas aus Russland bekommen, liebe Freunde. Und dann hören wir ja immer viel, ich habe das ja auch gestern erst wieder in der Diskussion gehabt, wo es um Wohnbau geht, wo es um sichere Mieten geht, um günstige Mieten,
Aber kaum einer spricht an, was auch die Gründe sind. Und alleine die Gründe der Zuwanderung in dieses Land sind mit die Gründe, warum die Verknappung auf dem Wohnmarkt immer desaströser wird und auch die Preise natürlich in die Höhe gehen. Wenn man alleine sieht, dass allein im letzten Jahr 1,5 Millionen Menschen netto zu uns gekommen sind, dann weiß man, von welchen Größenordnungen wir reden. Alleine die Asylzuwanderung des letzten Jahres, 350.000 Asylanträge im vergangenen Jahr, muss man so im Vergleich, Braunschweig hat 250.000 Einwohner, also eine ganze Stadt kommt zusätzlich nach Deutschland. Und da braucht man sich nicht wundern, dass gerade im unteren Bereich, bei den Geringverdienern, aber auch mittlerweile in der Mittelschicht, die immer mehr erodiert, die sich diese Mieten kaum noch leisten kann, dass hier genau der Punkt ist, dass wir sagen, diese Zuwanderung, vor allen Dingen diese illegale Zuwanderung, muss beendet werden. Hier muss es eine Rückkehr wieder geben. Wir wollen und vor allen Dingen, wir werden uns dafür einsetzen, dass es nur noch Fachkräfte zu uns kommen, die wir auch wirklich brauchen in diesem Land und nicht die Einwanderung und die Sozialsysteme, denn die lehnen wir ab, denn die wollen wir und können wir uns nicht mehr leisten, liebe Freunde. Und wir wollen uns vor allen Dingen um die jungen Menschen in diesem Land kümmern, die bereits hier sind. Und das heißt natürlich, unsere eigene Jugend, unsere eigenen Kinder mit einer guten Bildung versorgen. Wenn man sich alleine anschaut, diese Zahlen, 50.000 junge Menschen verlassen ohne Schulabschluss jedes Jahr die Schule. In der Alterskohorte der 20- bis 34-Jährigen mittlerweile 2,6 Millionen junge Menschen ohne Berufs- oder Studienabschluss. Und dann weiß man, wenn man 2,6 Millionen Menschen meint, die können nicht alle im Bundestag sitzen. Ja, auch das ist klar. Ein Großteil von denen ist natürlich bei SPD und Grünen. Das wissen wir und das erleben wir jeden Tag, wenn wir im Bundestag sind. Ja, und das sind genau diese Taugenichtse bei den Grünen und bei der SPD, die uns erklären, die ihnen erklären, was sie zu tun und zu lassen haben, wie sie sich zu verhalten haben, welches Auto sie fahren sollen, was sie essen wollen. Und genau von diesen Taugenichtsen lassen wir uns nichts sagen, liebe Freunde. Und das sollten Sie auch nicht tun. Und natürlich heißt auch Wohlstand verteidigen, dass wir unsere Grenzen schützen. Auch das wird ja seit Jahren immer wieder besprochen. Es gibt dann immer große Gipfeltreffen, europäische Gipfeltreffen, wie man jetzt endgültig dieser Migration Herr werden möchte. Ja, alles bisher nur viel Gerede, nichts ist durchgesetzt worden. Wir sagen ganz deutlich, wenn es europäisch nicht lösbar ist, was ich meiner Meinung nach, was lösbar wäre, wenn man es nur wollte, wenn man sich wirklich anstrengen wollte, dann ginge das auch. Dann muss man das auf nationaler Ebene leisten können, wie es andere Länder auch machen. Da muss man eben auch nationale Grenzkontrollen einsetzen und man muss diejenigen zurückweisen, die in diesem Land nichts zu suchen haben. Das macht jedes Land der Welt so. Es muss auch Deutschland wieder machen. Wir werden uns dafür einsetzen, für sichere Grenzen, weil das ist auch gut für unseren Sozialstaat und für unsere innere Sicherheit, liebe Freunde. Und was natürlich auch wichtig ist, und ich denke, das gehört auch für uns insgesamt auf dem Spiel, dass wir uns natürlich in fremde Konflikte, wie ich es eingangs sagte, in der Ukraine nicht einmischen, aber genauso kann uns auch nicht egal sein, der Krieg im Nahen Osten. Wenn man sich alleine dieses Leid anschaut, auch gerade in Palästina, wo mittlerweile über 40.000 Zivilisten gestorben sind, wo 12.500 Kinder getötet wurden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, auch das muss angesprochen werden und auch hier muss man dazu übergehen, die Verhandlungspartner an einen Tisch zu bringen, dass dieses Töten aufhört, dass dieses Leid beendet wird. Es ist mir völlig egal, ob das Israelis oder Palästinenser sind. Mensch ist Mensch und alle haben ein Recht, in Frieden zu leben und deshalb muss es auch dort eine Friedenslösung geben. Und nun haben wir ja viel auch gesprochen für das, was wir als AfD vorhaben. Ich möchte vielleicht noch zwei Punkte nennen, was wir auch als Einsparpotenzial auf vielen Ebenen ansehen, wo man einsparen kann, wo unser Haushalt einsparen kann. Weil man spricht ja immer davon, wir haben, und das sage ich auch offen, wir haben ja kein Einnahmeproblem. Wenn man sich die Steuereinnahmen in Deutschland anschaut, über 1,1 Billionen Euro mittlerweile Steuereinnahmen mit den kommunalen Steuereinnahmen ist nicht wenig. Wir haben absolut in diesem Land ein Ausgabenproblem. Wir fordern schon immer endlich auch den Finanzminister auf, einen Kassensturz durchzuführen, damit man eben Ausgaben einsparen kann. Ich denke, Markus Frohnmeier
Altmaier wird mir da in einigen Punkten nachher in seiner Rede noch recht geben, wenn ich alleine die Entwicklungshilfe sehe, wo man 8 Milliarden Euro einsparen könnte. Ich rede jetzt nicht bloß von den Radwegen in Peru. Er wird noch einige Beispiele nennen, die noch viel obskurer sind. Aber wenn ich alleine schaue, das Bürgergeld, ich hatte es ja eingangs schon angesprochen, was ja mittlerweile mit 15 Milliarden Euro zu Buche schlägt, was einfach für viele ungerecht ist, wo Bürger Bürgergeld beziehen, die noch nie in dieses System eingezahlt haben. Und das ist ungerecht, gerade für diejenigen Deutschen, die 30, 40 Jahre gearbeitet haben und dann von diesem Geld kaum leben können, auch von ihrer Rente kaum leben können. Das muss geändert werden, hier kann man Einsparungen geben. Oder der Klima- und Transformationsfonds, wo man 29 Milliarden Euro ausgibt. Auch das kann und muss rückgeführt werden, damit auch in diesem Land im Übrigen wieder Bauen sich überhaupt noch finanziell lohnt, damit man überhaupt noch bauen kann. Nennen Sie mir eine junge Familie, wo beide arbeiten gehen mit 25, 30 Jahren. Da fängt man eigentlich an, ein kleines Häuschen sich zu bauen, für sein Alter vorzusorgen. Das ist eigentlich die Grundprämisse von fleißigen jungen Menschen. Aber welche junge Familie mit Kindern kann sich das überhaupt noch in Deutschland leisten? Unter diesen Baupreisen? Noch dazu kaum noch kalkulierbar bei diesen Baupreisen. Also sieht man, das ist die Generation, die jetzt eben nicht bauen kann, die sich eben nicht fürs Alter Vorsorge leisten kann, dass das die zukünftigen Rentner sind, die auch wieder vom Bürgergeld oder von staatlicher Stütze leben werden, weil sie von dieser Rente nicht leben können. Und deshalb sage ich, wir müssen diese Rentner, die jetzt in Rente sind, die fleißig waren in diesem Land, die 40, 45 Jahre gearbeitet haben, die brauchen eine auskömmliche Rente, die haben es auch verdient, weil die haben dieses Land aufgebaut, und die zukünftigen Rentner, weil wir werden alle irgendwann Rentner sein, müssen genauso gut davon leben können, und deshalb muss man jetzt die Vorsorge treffen, und dann muss auch jetzt diesen Familien die Möglichkeit gegeben werden, dass man ein Haus sich bauen kann. Kinderfreibeträge müssen erhöht werden, und es muss sich vor allen Dingen in diesem Land wieder lohnen, Kinder zu bekommen. Das ist wichtig, das ist aktivierende Familienpolitik. Das ist aktivierende Familienpolitik, die wir meinen, wenn man alleine schaut, auch hier in diesem Land, was die Geburtenraten angeht, die ja seit Corona nochmal stark nach unten gegangen sind, wo man sich wirklich fragt, ja, wie wollen wir eigentlich in unserem eigenen Land, wenn Kinder in diesem Land nicht mehr gewollt sind, wenn sie auch finanziell nicht mehr leistbar sind, wenn sie nicht mehr möglich sind, und Kinder dürfen kein Armutsrisiko sein. Kinder gehören in diese Welt, gehören in jede Familie. Das muss normal sein, dass wir wieder in den Städten und Dörfern Kinderwagen sehen. Und wir sehen immer weniger. Und ich denke, das muss auch aktivierend für die Politik sein, hier Maßnahmen zu ergreifen, dass es Familien wieder möglich macht, Kinder in diese Welt zu setzen, ohne Angst, ohne Schrecken. Und deshalb braucht es hier natürlich auch eine große Unterstützung. Das wäre die Aufgabe einer Bundesregierung, sich für die Kinder einzusetzen, diese Familien zu unterstützen, anstelle Waffen in die Ukraine zu schicken, liebe Freunde. So, damit möchte ich es eigentlich als allererstes mal beruhen lassen, und ich möchte Ihnen ja viel Kraft wünschen. Die nächsten Tage, für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal bei einer AfD-Veranstaltung waren, und ich habe es ja in den Eingangsreden schon gehört, ich denke, es ist auch für Sie richtig und wichtig, diese Veranstaltung auch mal live mitzuerleben. Joachim Kuss hat es gesagt, es gibt viele Vorurteile über uns, über unsere Politiker, über unsere Partei. Ich will nicht sagen, dass alle Vorurteile falsch sind. Es gibt sicherlich einige Punkte, wo man sagt, ja, wir haben auch Fehler gemacht. Und wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich bin der Letzte, der sagt, wir haben diese nicht gemacht. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, wir haben uns aber auch mittlerweile jetzt im 11. Jahr als Partei weiterentwickelt. Wir haben uns stabilisiert. Wir haben in vielen Landesparlamenten, aber auch im Bundesvorstand, aber auch im Landesvorstand Politiker, die mittlerweile disziplinarisch auch so weit gekommen sind, dass die Partei dazugelernt hat, dass sie erwachsener geworden ist und dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Das wollen wir auch im Interesse Deutschlands tun, denn wir wissen, dass es in diesem Land eine Alternative für Deutschland unbedingt braucht und dass wir nicht und dass wir vor allen Dingen nicht bloß Politik für uns im Eigeninteresse machen. Und das möchte ich auch nicht und das werde ich auch niemals tun. Ich mache nicht Politik, auch nicht in Legislaturen. Und deshalb bin ich auch froh, lieber Joachim, dass du trotz deines Ausscheidens aus dem Europaparlament
erstens uns treu geblieben bist in der Partei und auch weiter auf kommunaler Ebene arbeitest. Denn ich finde es absolut wichtig, dass wir die kommunale Ebene weiter mit guten Leuten bespielen, denn die ist eigentlich die wichtigste Säule. Denn die Politik muss von unten wachsen. Ich habe immer unsere Partei mit einem großen Baum verglichen. Wir sind ja relativ zeitig in Landtage und auch in Bundestage eingezogen. Und das war die Krone des Baumes, aber die Wurzeln waren recht schwach. Und die Kommunalpolitik ist die Wurzel. Und wenn wir kommunalpolitisch verwurzelt sind, in den Vereinen verwurzelt sind, und es gelingt uns immer besser, immer mehr Kommunalparlamente, immer mehr Stadträte, Gemeinderäte werden durch uns besetzt. Und dort sehen die Bürger, dass wir uns für die Interessen der Bürger einsetzen. Und da geht es auch nicht um Parteienproporz oder dass wir sagen, wir bauen jetzt Brandmauern auf und sagen, das ist ein Antrag von der CDU, das ist ein Antrag von der SPD, den lehnen wir ab. Nein, wir schauen uns die Anträge immer genau an, auch in den Landesparlamenten und auch im Bundestag. Und wenn ein Antrag selbst von der SPD kommt, der zum Wohle Deutschlands ist, der die Bürger entlastet, der den Bürgern was bringt, dann werden wir diese Anträge auch unterstützen. Und das ist für mich... Und das ist für mich im Übrigen, Politik, wie sie auch sein sollte. Ohne dass man sagt, hier ist die Brandmauer, hier kommt ein Antrag von der AfD, muss man immer ablehnen, weg damit. Oder wir lesen uns ihn überhaupt nicht durch. Das ist mittlerweile an Affigkeit und an, ja, mir fehlen fast die Worte dazu, an Affigkeit kaum noch zu überbieten. Den Politikern, die das sagen, die von Brandmauern sprechen, denen geht es nicht um Deutschland. Denen geht es nicht um das Interesse der Bürger. Wir werden uns aber für die Bürger einsetzen als Alternative für Deutschland. Das verspreche ich Ihnen mit unserer Partei und wir werden weiter stark für Ihre Interessen kämpfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tino Chrupalla. Vielen Dank. Und von mir oder von uns ein Fläschchen Wein aus Baden-Baden. Jetzt habe ich aber nur eine Bitte. Ich möchte diese starke Truppe von dem großen Poster bitten, hier hochzukommen. Wir machen gemeinsames Bild. Melle? Ja, ich komm. So. Hoffentlich sind sie alle da. Alle recht freundlich. So. Okay. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Tino Chrupalla. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen weiter. Aber lassen Sie mich kurz noch was sagen. Das, was Tino gerade gesagt hat, wie hart es ist als Politiker, kann ich unterstreichen. Ich hatte schon eine eingetretene, eingeschlagene Tür zu Hause, Farbanschlag aufs Haus, Kollegen hatten losgedrehte Radmuttern am Auto, Brandanschläge aufs Auto, es gab alles schon. Und es ist extrem ernst zu nehmen. Und ich möchte auch nicht, dass meinen Kollegen, und da nehme ich keinen außen der politischen Couleur, denn hier in Baden-Baden im Gemeinderat haben wir ein zivilisiertes Miteinander. Und es täte mir sehr, sehr leid, wenn einer von denen auch irgendetwas erfahren müsste in der Art, wie ich das schon hatte. Ich bin ein Mensch, der verzeihen kann. Ich weiß nicht, mancher von Ihnen weiß, dass ich mal eine Attacke eines Syrers erfahren musste. Ich hatte eine 20 cm lange Narbe jetzt im Oberarm. Ich lag eine Woche im Krankenhaus. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man ein christliches Menschenbild hat, dann kommt man damit zurecht. Ich hasse weder diesen Menschen, noch hasse ich deswegen einen Syrer oder alle Syrer. Für mich ist es Vergangenheit, ich habe damit abgeschlossen und ich kann ihm verzeihen. Er muss damit leben. Ich bin drüber hinweggekommen. Applaus
Und jetzt bitte ich den Marc Jongen auf die Bühne. Marc kandidiert auf Platz 6 der Europawahlliste und wird, ja, wenn nicht alles schief geht, doch einziehen in Brüssel und in Straßburg und uns hier in Baden-Württemberg und auch in Baden-Baden eine starke Stimme verleihen. Marc Jongen, bitte. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Es freut mich, dass ich hier einiges über die Europawahl sagen darf heute am 9. Juni. Sehr wichtig, bitte alle zur Wahl gehen, denn in Brüssel, leider ist das so, wird immer mehr entschieden, was auch für Deutschland relevant ist. Wir erleben das im Bundestag, wo mehr und mehr die Gesetze, die beschlossen werden, eigentlich die Umsetzung sind von Richtlinien, die da aus Brüssel kommen. Und das ist leider meistens nichts Gutes für Deutschland. Was ist denn unsere zentrale Botschaft in diesem Wahlkampf? Das wurde ich kürzlich von einem Journalisten gefragt. Und wir sind hier nicht um eine Antwort verlegen, liebe Freunde, denn wir als Alternative für Deutschland, wir sind auch die Alternative für Europa. Wir sind in so gut wie allen politischen Bereichen fundamental anderer Meinung als das herrschende Parteienkartell. Wir beteiligen uns zum Beispiel nicht an dem Pseudostreit, ob Deutschland zusammen mit den europäischen Staaten jetzt bis 2040 oder bis 2050 oder noch etwas früher oder später aus den Öl- oder Gasheizungen aussteigen soll, die abschaffen soll, ob wir bis dahin keine Verbrennermotoren mehr bauen sollen, weil wir ja angeblich klimaneutral werden sollen, nicht wahr? Für uns als AfD ist dieser Begriff der Klimaneutralität ein politischer Nonsensbegriff, liebe Freunde. Wir beteiligen uns auch nicht an den Diskussionen, ob die Migranten, die da illegal nach Deutschland und Europa gekommen sind, ob die zu diesen oder jenen Quoten in den europäischen Ländern verteilt werden sollen. Und wenn ein Land sie nicht annimmt, dann muss es zum Beispiel Strafen zahlen, wie das jetzt der europäische Migrationspakt vorsieht, der jetzt beschlossen worden ist. Das ist für uns ein Dokument des Scheiterns und der Hilflosigkeit, eine Totgeburt. Für uns gilt, wir müssen verhindern, dass diese Leute überhaupt illegal hierher kommen. Und wenn sie hier eingereist sind, und sich hier irregulär, illegal aufhalten und dann, wie es jetzt in Hamburg geschehen ist, ein Kalifat auf deutschem Boden fordern, liebe Freunde, dann sollen sie dorthin zurückgebracht werden, wo sie hergekommen sind und können dort ein Kalifat errichten, aber nicht bei uns. Und wir diskutieren auch nicht über die 1000 Geschlechter oder 1001 oder wie viele sein sollen. Für uns gibt es Mann und Frau und damit basta. Und so könnte ich nun weiter aufzählen in ganz vielen anderen politischen Bereichen. Und überall, liebe Freunde, ist doch die Realität und ist doch die Vernunft auf unserer Seite. Und wir erkennen eben, dass die Politik, die jetzt gemacht wird von den regierenden Parteien, doch der absolute Irrsinn ist, wenn wir sehen, unsere Wirtschaft wird zerstört, unsere Gesellschaft wird gespalten und zerstört. Und wer so eine Politik macht, der gehört dringend abgewählt und in die politische Wüste geschickt, in Berlin genauso wie in Brüssel. Aber das vertreten Sie ja alle, ne? Durch die Bank vertreten Sie doch alle diese Positionen, von linksgrün bis weit in die ehemaligen bürgerlichen Parteien CDU und die ach so liberale FDP hinein, nur mit kleinen Nuancen, mit kleinen Unterschieden. Und wenn Sie uns was anderes erzählen in Deutschland, dann müssen wir schauen, was haben denn deren Abgeordnete eigentlich für Abstimmungsverhalten in
im EU-Parlament. Schauen wir doch, was macht denn Frau von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, CDU? Sie tragen doch dort jedes Schadprogramm mit, was auf dem grünen Mist gewachsen ist, und tun das häufig in der Hoffnung, die Bürger kriegen das nicht mit. Aber wir können Ihnen garantieren, wir bemerken das, wir kriegen das sehr wohl mit und wir lassen euch das nicht mehr durchgehen als AfD. Wir sollen jetzt zum Beispiel, sollen ja laut EU-Richtlinie die Öl- und Gasheizungen bereits 2035, das ist sehr bald, ja, oder spätestens 39 mit irgendwelchen Sonderregelungen dann noch abgeschafft werden. Und wer soll sich das dann leisten? Die Renovierungskosten für ein Haus gehen in die 100.000 Euro oder auch noch deutlich mehr, wenn es sich um ein größeres Haus handelt. Das heißt, für viele Bürger dieses Landes, die sich das Häuschen, das Haus mühsam angespart haben, vielleicht dann schon im Rentenalter sind, keinen Kredit mehr von der Bank erhalten, die werden sich eine solche Aufrüstung des Hauses mit Wärmepumpe gar nicht mehr leisten können. Und was ist das Ergebnis? Sie müssen das Haus verkaufen. Das ist ein anderes Wort für Enteignung, liebe Freunde. Und die AfD, ist die einzige Partei, die sich hier ganz klar auf die Seite der Bürger stellt und sagt, ihre Freiheit und ihr Eigentum werden wir verteidigen. Das ist unser Versprechen an Sie. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich das Wort Klimapolitik höre, also Klimaschutz, Klimaneutralität und all diese Begriffe, dann komme ich mir immer vor wie im falschen Film, wie in einer Art Satirefilm. Ja? Ich frage mich dann immer, was kommt denn als nächstes? Vielleicht die Mondpolitik, dass wir politisch dafür sorgen müssen, dass die Umlaufbahn des Mondes stabil bleibt, damit er uns nicht auf den Kopf fällt oder ähnliches. Ja, wenn man diese Propaganda betreibt Tag und Nacht, dann, wie wir es ja erleben müssen, dann glauben die Bürger oder viele von ihnen vielleicht auch das, ja nicht die hier Anwesenden, aber manche andere. Und dieser Vergleich ist so übertrieben nicht, wie er sich vielleicht anhört, weil wenn wir uns mal vor Augen halten, wie hybrishaft ist es denn, zu glauben, man könne von Deutschland aus mit 2% menschengemachten CO2 weltweit, 2% am weltweiten Anteil haben wir in Deutschland zu verantworten, von hier aus das Weltklima retten. Oder auch von Europa aus, wo wir von 9% CO2-Anteil reden. Der Effekt dieser Maßnahmen, aller Maßnahmen, selbst wenn wir jetzt das Atmen einstellen müssen, wo ja auch CO2 ausgestoßen wird, wenn wir es einstellen würden von heute auf morgen, ja, der Effekt wäre auf das Weltklima gleich null. Aller Maßnahmen gleich null. Das sollten sich die in Brüssel und in Berlin mal hinter die Ohren schreiben. Und da sprechen, und das sagen sie uns natürlich so nicht, ja, da sprechen wir aber noch nicht einmal davon, ob das CO2 überhaupt diese Wirkung auf das Klima hat, wie immer behauptet wird. Es gibt ernsthafte Zweifel daran, auch von Klimawissenschaftlern, nicht von irgendwelchen Hinterbänklern, sondern tatsächlich auch von Nobelpreisträgern, dass dieser Effekt des menschengemachten CO2 so groß gar nicht ist. Und darüber wird aber gar keine Diskussion mehr zugelassen. Ein Forscher, der solche Zweifel anmeldet, ja, am Beginn seiner Karriere, der kann seine Karriere ja gleich knicken. Der wird keinen Forschungsauftrag mehr bekommen, keine Professur erhalten. Wir haben im Moment keine freie Wissenschaft mehr. Das ist die traurige Realität, die ich auch im Ausschuss für Bildung und Forschung im Bundestag immer wieder erlebe. Und das ist auch einer unserer Programmpunkte, dass wir dafür sorgen würden, wenn wir Regierungsverantwortung haben, dass wieder freier Diskurs in der Wissenschaft möglich ist und dass sämtliche Meinungen zugelassen und frei diskutiert werden, liebe Freunde. Also, Green Deal,
Das Wort, ja, kommt ja, der Begriff ist von Ursula von der Leyen, CDU, eingeführt worden. Das dürfen wir nie vergessen, natürlich nach links-grün ideologischen Vorgaben. Auf das Weltklima hat das ganze Programm null Einfluss, dafür umso mehr natürlich Wirkung auf unsere Wirtschaft und Industrie. Und diese Wirkung ist absolut ruinös. Verlust hunderttausender Arbeitsplätze, Abwanderung von Schlüsselindustrien ins Ausland, großflächige Zerstörung von Infrastruktur. Tino Chrupalla hat es angesprochen, 500.000 Kilometer funktionierende Gasleitungen in Deutschland will Habeck, jetzt unser sogenannter Wirtschaftsminister, Wirtschaftszerstörungsminister müsste es ja eigentlich heißen, die will er zurückbauen und zerstören. Was für ein Irrsinn, was für ein Irrsinn. Völliger Wahnsinn. Und man kann sich jetzt wirklich fragen, verstehen diese Leute eigentlich nicht, was sie anrichten? Verstehen sie nicht, was sie für einen Schaden in Deutschland anrichten? Und ich sage Ihnen jetzt mal ein aus meiner Sicht offenes Geheimnis. Sie verstehen sehr wohl, was sie tun. Sie wissen genau, was sie tun. Es ist nämlich genau so ihre Absicht und so ist es das Programm. Es geht Ihnen in Wahrheit gar nicht um das Klima. Das glaubt nur so das ideologische Fußvolk, das Sie da mobilisieren, aber nicht die oberen Entscheidungsträger. Das Klima, das ist nur ein sehr schlau und geschickt vorgeschobenes Argument, um eine knallharte Machtpolitik zu legitimieren und zugleich auch zu tarnen, sie mit dem Mantel des Guten, des angeblich Notwendigen zu umgeben. Es geht erstens um gewaltige Profite dieser neu aufgebauten Klimaindustrie, die da wie so ein Parasit auf der alten industriellen Substanz aufsitzt und ihr so langsam die Substanz aussaugt, ja, bis die Party dann irgendwann vorbei ist, weil man ein Industrieland wie Deutschland eben nicht auf Flatterenergien wird aufbauen können, genauso wie ja auch in der, als Asyl, also wie in dem Falle der Migration es auch um die Profite der Asylindustrie im Wesentlichen geht und die humanitaristischen Argumente ja auch da großteils nur vorgeschoben sind. Ja, und es geht zweitens darum, durch die Ausrufung einer permanenten Krise, ja, Klimakrise, Migrationskrise und so weiter und des Ausnahmezustandes, Maßnahmen der Gängelung, der Kontrolle und der Überwachung der Bürger durchzuführen, durchzusetzen und damit die eigene Macht auf eine Weise abzusichern, wie es sonst niemals möglich gewesen wäre. Und wenn jetzt, die Bürger aufwachen und speziell auch gerade die Bauern, ja, dagegen Sturm laufen, dass ihnen die Lebensgrundlage entzogen werden soll aufgrund dieser verrückten Renaturierungsrichtlinie und was die EU jetzt da erlassen will. Und wenn sie dann in Brüssel und auch in Berlin ihren Mist abladen vor den Parlamenten und dagegen wirklich lautstark und effektiv protestieren, dann sagen wir ihnen von dieser Stelle aus, ihr habt unsere volle Solidarität, ihr verteidigt unsere aller Freiheit und Bürgerrechte. Und wir werden uns selbstverständlich auch auf parlamentarischer Ebene für eure Belange einsetzen. Und für jeden, der nur halbwegs wach auch das Weltgeschehen und das politische Geschehen verfolgt, für den ist ja auch offenkundig geworden, dass der Ausnahmezustand, der während der Corona-Zeit ausgerufen worden ist und vollzogen worden ist, dass der auch am allerwenigsten der Gesundheit und dem Wohl der Bürger gedient hat, sondern im genauen Gegenteil. Die RKI, Die RKI-Protokolle, das Robert-Koch-Institut hat ja jetzt seine Protokolle veröffentlichen müssen, weil Journalisten die freigeklagt haben. Und die haben es ja jetzt ganz klar ans Licht gebracht. Man hat sich damals über wissenschaftliche Daten und Fakten und Zweifel hinweggesetzt und die schädlichen Maßnahmen inklusive dieser Genimpfung den Menschen aufgedrückt auf politische Anweisung hin. Und zwar um ein Experiment durchzuspielen
um die Blaupause zu haben für weitere sogenannte Pandemien und selbstgeschaffene Krisen in der Zukunft zur weiteren Festigung der Macht dieser Leute. Oder glaubt denn jemand wirklich, dass Karl Lauterbach schlaflose Nächte hatte wegen der Gesundheit und dem Wohl der Bevölkerung? Das glauben wir alle nicht. Diese Leute, schon so oft der Lüge, der Falschaussage überführt, die gehen buchstäblich über Leichen. Und es darf niemals geschehen, dass die EU die Macht bekommt, Ausnahmezustände oder Krisen auszurufen hier in Europa. Das wäre das Ende unserer Freiheit, liebe Freunde. Das gilt es zu verhindern. Und genau das sind aber die Pläne, das müssen wir uns vor Augen halten, das müssen alle wissen. Jetzt ist es deswegen sehr gut, dass die Europäische Staatsanwaltschaft gegen Ursula von der Leyen Ermittlungen eingeleitet hat wegen dieser milliardenschweren Pfizer-Deals. Und auch wenn zu befürchten ist, dass da am Ende wieder nichts dabei herauskommt und dann wieder alle ungeschoren davonkommen, so wirft es doch ein signifikantes Schlaglicht einfach auf diese Atmosphäre der Korruption, in der dort in Brüssel über unsere Köpfe entschieden wird. Und was uns droht, und ich sage das sehr bewusst, wenn die Entwicklung so weitergeht und die EU noch mehr an Kompetenzen und Machtfülle gewinnt, das sind nichts weniger als totalitäre Verhältnisse. Und nur eine starke AfD, liebe Freunde, kann das verhindern, gemeinsam mit unseren europäischen Partnerparteien. Sie versuchen natürlich, alles ganz schön demokratisch aussehen zu lassen, ist ja klar, die besten lupenreinen Demokraten, nicht wahr? 800 zufällig ausgewählte Bürger haben sie nach Brüssel gebracht, um dort an der Konferenz zur Zukunft Europas, in den vergangenen Jahren hat das stattgefunden, die dort teilnehmen zu lassen und so einen Plan für die Weiterentwicklung der EU, für die weitere Zentralisierung, weitere Staatswerdung dort zusammen mit der Kommission zu entwickeln. Es war ja interessant zu sehen, dass diese zufällig ausgewählten Bürger ganz zufällig auch genau die Positionen eingenommen haben, die die EU, die Kommission also sowieso schon von vornherein vorgesehen hatte. Also eine Farce, eine demokratische Simulation ist das gewesen, aber über die man auch nur lachen könnte, wenn sie nicht potenziell sehr ernsthafte Folgen hätte. Was ist da nämlich geplant? Das will ich Ihnen heute noch kurz mitgeben. Das ist sozusagen der Plan der EU für die nächsten Jahre. Was will man da weiter erreichen und einführen? Man will zum Beispiel transnationale Listen für die Wahl des EU-Parlaments einführen. Das bedeutet, dass Sie dann auf dem Wahlzettel zur Europawahl einen Portugiesen, einen Rumänen, eine Schwedin, dann vielleicht irgendwo hinten auch einen Deutschen und dann wieder einen Bulgaren stehen haben werden. Und die können Sie dann wählen auf diesen Listen, die werden dann sozusagen Sie im Europaparlament vertreten. Sie sehen, Sie merken sofort, das funktioniert ebenso nicht, weil die nationalen Eigeninteressen dieser Leute immer viel größer sein werden als quasi die Zugehörigkeit zu einer Partei. Sie können nicht uns als deutsche Bürger oder umgekehrt auch die Bürger anderer Länder vertreten. Das Ganze ist ein Hirngespinst, ist aber so geplant. Dann will man Schuldenaufnahmen auf EU-Ebene ermöglichen. Das heißt, die EU nimmt insgesamt Schulden auf. Wer haftet natürlich hauptsächlich dafür? Deutschland. Das heißt, kommt es so weit, dann wird Deutschland auf immer in der Haftungsfalle verbleiben und diese Haftung, in der wir eh schon knietief drinstecken, die wird damit auf ewige Dauer gestellt. Man will dann auch das Einstimmigkeitsprinzip im Rat, das bisher noch gilt bei wichtigen Entscheidungen, das will man abschaffen. Mit anderen Worten, Deutschland hat kein Vetorecht mehr. Mit Mehrheit wird dann entschieden über Dinge wie beispielsweise, wo auf den deutschen Staatshaushalt dann zugegriffen wird seitens der EU, und Deutschland ist überstimmt worden und kann sich dagegen gar nicht mehr wehren.
Also es ist im Grunde das Ende Deutschlands als eines souveränen Staates. Man will länderübergreifende Steuersätze, also den Steuerwettbewerb im Grunde abschaffen. Man will auf die lange Sicht auch die Sozial- und Arbeitslosenversicherung vergemeinschaften. Es soll alles gemeinschaftlich werden. Wer ist immer der größte Einzahler in all diesen Bereichen? Natürlich immer Deutschland. Eine gemeinsame EU-Armee, das würde bedeuten, dass dann über deutsche Soldaten, über die Bundeswehr in Brüssel befehligt wird. Ja, und am Ende steht dann doch so etwas wieder wie eine EU-Verfassung, die 2005 man schon hat versucht einzuführen, die damals gescheitert ist an Volksabstimmungen. Das will man jetzt wieder durch die Hintertür reinbringen, auch wenn man es nicht so nennt. Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als der EU-Superstaat. Böse Zungen, die aber nur leicht übertreiben, sagen die EU-DSSR. Das heißt, Deutschland würde damit zur tributpflichtigen Provinz Brüssels herabgestuft, mit unmittelbaren Folgen für jeden einzelnen Bürger. Das wäre das Ende unseres nicht nur Nationalstaates, sondern unserer Demokratie. Und wenn die anderen sich selbst demokratische Parteien und Fraktionen nennen und uns undemokratisch, dann sagen wir, wir sind hier die demokratischste Partei in Deutschland überhaupt, weil wir unsere Demokratie verteidigen, weil wir das nicht wollen, liebe Freunde. Und dabei habe ich noch über diese ganze linksradikale Gesellschaftspolitik der EU noch gar nicht gesprochen, die Sie aber auch zur Genüge kennen. Abtreibung bis zum 9. Monat der Schwangerschaft als Menschenrecht, beliebige Geschlechterwahl für jedermann oder jeder X, muss man dann ja sagen. Deutschland hat es ja jetzt schon eingeführt mit diesem wahnsinnigen Selbstbestimmungsgesetz. Verpflichtende Quoten, Diversity-Dogma nach US-amerikanischem Vorbild und. Und wenn Sie dann dagegen die Stimme erheben, weil Sie sagen, das ist doch verrückt und ein Mann kann sich doch nicht einfach zur Frau deklarieren, ja gut, dann wird Ihre Meinung kriminalisiert, sie wird zur Hassrede deklariert, sie wird auch auf den sozialen Plattformen im Internet gelöscht, dank des EU-Medienfreiheitsgesetzes oder des Digital Service Act, wo im Grunde nichts anderes eingeführt wird als eine Zensur. Diese Gesetze sind bereits in Kraft. So, und wenn Sie uns jetzt vor diesem Hintergrund fragen, was will die AfD in diesem EU-Wahlkampf, in diesem Europawahlkampf, dann lautet eben die Antwort, genau dieses EU-Zwangskonstrukt, das uns all das aufdrücken will, das uns die Freiheit nehmen will, das wollen wir verhindern, gemeinsam mit unseren europäischen Schwesterparteien. Und wir sind die einzige Partei in Deutschland, die diesen alternativen Weg geht. Es gibt die uns und es gibt die anderen. Und Sie haben die Wahl, liebe Freunde, was Sie wählen wollen. Sind wir deswegen Antieuropäer? Sind wir, wie das unsere Gegner behaupten? Sind wir die Feinde Europas oder wie auch immer? Im genauen Gegenteil. Wir sind die besseren Europäer, weil wir wissen, dass die Stärke und das Wesen Europas immer in seiner Vielgestaltigkeit gelegen hat, in seinen gewachsenen Traditionen, im friedlichen Wettbewerb auch untereinander. Und deswegen ist diese EU zutiefst uneuropäisch. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen einen Bund europäischer Nationen, der dort zusammenarbeitet, wo es für alle gut ist und wo es für alle von Vorteil ist, beim Binnenmarkt, beim Schutz der europäischen Außengrenzen und in anderen Belangen, der aber ansonsten die Souveränität der einzelnen Staaten achtet, inklusive auch der Kontrolle über die eigenen Währungen. Und ein Italien, das dem Italiener Heimat bedeutet oder ein Frankreich, das dem Franzosen Heimat bedeutet, sage ich Ihnen ganz ehrlich, da fühle ich mich als Deutscher auch wohler, wenn ich dort bin, als in einem von Brüssel aus regierten anonymen EU-Europa, wo überall die Diversity drüber gezogen wurde.
Wir wollen unsere deutsche Heimat nicht, uns nicht nehmen lassen und auch nicht die Freiheit und unseren Wohlstand. Und weil Sie wissen, dass wir bald in die Lage kommen, das Ruder, das politische Ruder herumzureißen und politisch zu gestalten, deshalb fahren Sie ja eine Lügenkampagne nach der anderen gegen uns, weil Sie eben keine Argumente haben. Sie wollten uns argumentativ stellen, hat alles nicht funktioniert. Aber Sie werden damit nicht durchdringen, liebe Freunde. Machen wir am 9. Juni Deutschland und Europa wieder normal. Holen wir uns unser Land zurück mit Ihrer Hilfe. Vielen Dank. Vielen Dank, Marc Jong. Lieber Marc, auch dir eine schöne Flasche Barschen Weins. Danke. Ja, jetzt haben wir mal gehört, was uns in Brüssel bevorstehen kann. Beziehungsweise was heißt bevorstehen kann. Ich habe den Laden jetzt 5 Jahre lang gesehen. Das steht uns nicht bevor, das ist schon da. Ja, also es ist unvorstellbar, wie es dazu kommt, dass in Brüssel etwas entschieden wird und wir in der Kommune müssen es dann umsetzen. Das ist absolut irre, das hat keiner glauben können. Brüssel forciert die sogenannte Ever Closer Union. Wie der gute Chef von Luxemburg mal gesagt hat, ne? Wir machen was, wir stellen es in den Raum und wenn sich kein Widerstand äußert, dann machen wir weiter und irgendwann ist es unumkehrbar und in dieser Phase sind wir gerade. So, damit möchte ich jetzt von den Höhen der EU-Politik runtergehen in die Landespolitik, in die Ebene direkt über der Kommunalpolitik, in der ich jetzt gerade arbeite. Dafür haben wir unseren Fraktionschef aus dem Landtag, den Anton Baron, gewinnen können und er wird euch jetzt einen Einblick in den Irrsinn geben, den Brüssel im Land verursacht. Anton Baron. Ja, liebe Parteifreunde, liebe Gäste und alle anderen 69 Geschlechter, ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, begrüße auch ganz herzlich die junge Alternative, die hier präsent ist, das freut mich ganz besonders und eigentlich dachte ich auch das, was der Marc gesagt hat, dass es biologischer Fakt ist, dass es nur Mann und Frau gibt, aber nachdem ich die Gestalten da draußen gesehen habe, bin ich mir doch nicht mehr ganz so sicher, meine Damen und Herren. Ja, es wurde ja schon angekündigt, seit 8 Jahren bin ich mittlerweile im Landtag, seit knapp über einem Jahr jetzt Fraktionsvorsitzender dort und was viele vielleicht auch nicht wissen, ich bin auch Vollblut-Kommunalpolitiker. Ich bin seit 5 Jahren im Gemeinderat in Öhringen, aber auch seit 5 Jahren Gruppensprecher im Kreistag Hohenlohe. Dort sind wir wirklich der Stachel im Fleisch der etablierten Abnicker. Und dieses Mal gehen wir mit einer doppelt so großen Liste in die Kommunalwahl und ich habe ja auch gehört, dass der Kreisverband Rastatt Baden-Baden auch vollflächig und mit vollen Listen hier in die Kommunalwahl geht und das ist gut so, liebe Parteifreunde. Denn die Fehlentscheidungen, die werden ja nicht nur auf EU-Ebene gemacht, sondern auch auf Bundes- und Landesebene, sondern natürlich auch auf der kommunalen Ebene. Und da müssen wir natürlich auch zeigen als Alternative für Deutschland, dass wir auch auf kommunaler Ebene alternativ sind. Und deswegen heißt es auch für die Kommunalpolitiker ganz klar, nein zu weiteren Asylzentren, nein zur weiteren Aufstockung von dieser aufgeblähten Verwaltung und vor allem nein zu irgendwelchen Windrädern und Flächen, Photovoltaikanlagen auf unseren Ackerflächen oder eben in unseren Wäldern. Und das muss unser Anspruch sein. Wir müssen den Bürgern ganz klar zeigen, auch auf kommunaler Ebene, dass kommunale Politik auch anders gehen kann, liebe Parteifreunde. Und die Zeiten für die AfD standen nie besser. Der Tino hat es ja vorhin schon erwähnt.
Und er hat ein bisschen untertrieben. Die machen nicht nur schlechte Politik, sie machen grottenschlechte Politik. Und deswegen braucht es uns ja wirklich nicht wundern, dass wir im Osten bei über 30% liegen, dort sogar die Wahrscheinlichkeit haben, eine absolute Mehrheit zu holen oder sogar den ersten Ministerpräsident zu stellen. Und auch im Westen stehen wir mittlerweile bei 18-20%. Und damit sind wir nicht nur im Osten Volkspartei, sondern auch hier im Westen. Und damit sind wir auch die erfolgreichste Parteineugründung seit Bestehen der Bundesrepublik, und darauf können wir doch verdammt stolz sein, liebe Parteifreunde. Und deswegen reagieren natürlich die anderen Politiker sehr nervös auf unsere Umfragewerte, denn klar ist, jedes Mandat für uns ist ein Mandat weniger für die anderen, und dann kommen die anderen Parteien natürlich mit den schmutzigsten Mitteln. Wir haben ja schon so manche kennengelernt, von dass Stiftungsgesetze extra um unsere Stiftung herum gemacht werden, damit wir keine Stiftungsgelder mehr bekommen, bis hin, dass uns der Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt wird. Ja, in keiner anderen westlichen Demokratie gibt es so einen Verfassungsschutz. In allen anderen Ländern wäre das undenkbar, dass da Bürger bespitzelt werden oder sogar die Opposition oder sogar ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident. Und deswegen stellen wir als AfD auch ganz klar fest, dieser Verfassungsschutz schützt nicht die Verfassung, sondern diese Regierung. Und deswegen muss dieser Verfassungsschutz auch sofort abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Und wir müssen uns, das muss man sich mal vorstellen, wir müssen uns inzwischen sogar in jedes Gremium einklagen. Erst jetzt vor kurzem hatten wir die 10. Wahl zur Landeszentrale für politische Bildung. In der letzten Legislatur waren wir dort zu dritt vertreten. Wir haben sogar die Kandidaten, die schon vertreten waren, vorgeschlagen. Auch die wurden abgelehnt. Aber auch im Parlament, auch unsere Anträge, der Tino hat es ja auch vorhin wirklich erwähnt, da werden unsere Anträge pauschal abgelehnt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten einen Antrag eingebracht, die Grunderwerbsteuer von derzeit 5% auf 3,5% herunterzusetzen. Und die FDP hat einen wortgleichen Antrag gestellt. Und die FDP hat unseren Antrag mal wieder abgelehnt und ihrem eigenen zugestimmt. Ja? Und da braucht sich keiner mehr wundern, warum unser Land so schlecht dasteht, wie er dasteht. Denn warum funktioniert das noch auf der Gemeindeebene? Weil es dort um die Sache geht. Also Tino hat es ja beschrieben, wir stimmen allen vernünftigen Anträgen zu, die sinnvoll sind für die Bürger, die unsere Bürger weiterbringt. Und da die anderen Parteien, die interessiert es nicht. Sie schauen nur, dass sie sich politisch profilieren können. Und das unterscheidet uns dann doch ganz enorm von den anderen Parteien. Wir haben wirklich die Demokratie verstanden, liebe Parteifreunde. Leider sieht es auf Landesebene nicht viel besser aus. Die Landesregierung, die konzentriert sich natürlich auf die Klimapolitik, auf die Weltrettung, anstatt die grundlegenden Probleme anzugehen. Und es wurden ja schon so manche erwähnt. Wir haben vorhin schon gehört, die innere Sicherheit in Baden-Württemberg, liegen die Gewaltdelikte auf einem 10-Jahres-Hoch. 48% aller Täter sind nicht deutsch. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder kennt natürlich hier in diesem Raum wahrscheinlich die Gründe auch dafür. Aber auch bei der Wohnungspolitik hat Tino erwähnt, warum wir da einen Wohnungsmangel haben. Aber was er nicht erwähnt hat, ist diese Grundsteuer, die wir hier in Baden-Württemberg, die ab nächstes Jahr gelten wird hier in Baden-Württemberg. Und deswegen brauchen wir so viele Kommunalpolitiker wie nur möglich in diesem Gemeinderat, denn die entscheiden schlussendlich über den Hebesatz. Ja? Der Hebesatz ist ganz entscheidend für die Grundsteuer, und wir sind einfach der Auffassung, dass jemand, der ein Leben lang gearbeitet hat, sich ein Haus gekauft hat, auch dafür Steuern schon entrichtet hat, der darf doch nicht nochmals besteuert werden. Und deswegen lehnen wir auch als AfD-Landtagsfraktion und Bundestagsfraktion die Grundsteuer konsequent ab, liebe Freunde. Und ich kann Ihnen schon sagen, die Verlierer werden die sein, die große Flächen haben,
Denn dieses Bodenwertmodell hier in Baden-Württemberg, das ist rein von der Fläche abhängig. Egal, ob da ein Schloss drauf gebaut ist, egal, ob da eine Gartenhütte drauf gebaut ist, jeder zahlt sozusagen die gleiche Grundsteuer. Und mein Oberbürgermeister hat mir gleich gesagt, er hat es schon mal durchgerechnet. Und ganz pauschal kann man schon so sagen, im Durchschnitt, die Eigenheimbesitzer, die werden das Doppelte bezahlen und die eine Wohnung haben, die Hälfte. Das heißt, die Grünen haben ihr Klientel damit selbstverständlich bedient. Und wir als AfD-Landtagsfraktion haben natürlich uns auch die Hausaufgaben gemacht und haben hierzu auch verschiedene Einspruchsmöglichkeiten, Musterklagen auch zur Verfügung gestellt. Denn wir dürfen das dieser Landesregierung nicht durchgehen lassen. Diese kalte Enteignung, das wurde vorhin schon erwähnt, das würde damit auch passieren. In Rheinland-Pfalz wurde die Grundsteuer schon auch gekippt. Von daher sind wir wirklich optimistisch, dass es auch in Baden-Württemberg hoffentlich gekippt wird. Und das deswegen auch mein Anspruch an Sie alle. Bitte unterstützen Sie uns mit dieser Klage. Klagen Sie und erheben Sie Einspruch gegen diesen Grundwertbescheid, meine Damen und Herren. Ja, und wir hatten heute im Landtag auch eine Bildungsdebatte. Das muss man sich mal vorstellen. Inzwischen unterscheidet hier die Landes- und sogar die Bundesregierung zwischen Brennpunktschulen. Das muss man sich mal vorstellen. Da wollen sie sogar extra Personal einstellen, dort auch noch mehr Mittel zur Verfügung stellen. Und diese Schulen sollen zukünftig zu Ganztagsschulen werden. Das heißt, wir kriegen so eine Zweiklassengesellschaft. Dort fließt sehr viel Mittel rein in diese Brennpunktschulen. Und die anderen Schulen, ja, die bluten da vor sich hin. Und dort haben wir ja einen riesigen Sanierungsstau. Und selbstverständlich haben wir auch ein gewaltiges Problem mit vielen Kindern, die kein Deutsch können. Wenn ich mit Grundschullehrer spreche, dann sagen die mir ganz klar, dass es teilweise im Extremfall bis zu 90% der Schüler kein Deutsch sprechen können und da eigentlich eine Kommunikation gar nicht mehr stattfinden kann. Die Lehrer sind überfordert, alle sind überfordert und wir als Landtagsfraktion haben dann daraufhin natürlich einen Gesetzesentwurf eingebracht, dass wir diese Sprachförderung natürlich unterstützen müssen, anders geht es gar nicht. Und nur diejenigen, die überhaupt einen Test bestehen, gerade bei dem Sprachtest, erst die dürfen dann auch in die Schule gehen. Nur so kriegen wir homogene Klassen und so drücken wir auch nicht das Bildungsniveau insgesamt herunter in der Klasse. Und was glauben Sie, die Landesregierung hat es natürlich konsequent abgelehnt und heute haben sie es verkündet, sie übernehmen genau unseren Vorschlag. Also so können wir die Regierung dann doch vor uns hertreiben, liebe Parteifreunde. Und deswegen ist die AfD auch so verdammt wichtig. Und alle diese Probleme, die ich benannt habe, die haben doch tatsächlich ein Hauptproblem. Und Horst Seehofer hat es ja auf den Punkt gebracht, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Und deswegen wird es auch im Land nur eine Veränderung, eine wirklich politische Wende geben, wenn wir dieses Migrationsproblem wirklich an der Wurzel packen und nicht wie die Altparteien an den Symptomen herumdoktern, liebe Parteifreunde. Das wird es nur mit der AfD geben. Aber ich möchte auch noch kurz zu der Ampel, weil die Ampel hat doch sehr viel geschafft, was die vorherigen Bundesregierungen nicht geschafft haben. Nicht nur, dass sie Merkel unterboten haben, das muss man ihnen zugestehen, sondern sie haben auch, wie keine andere Bundesregierung davor, sogar einen nichtigen Haushalt aufgestellt. Da wird ja sicherlich Markus Frohnmeier nachher noch berichten, wo sie dann das Geld hernehmen und wo es da durchaus sehr viele Einsparmöglichkeiten gibt. Aber was sie noch geschafft haben, das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, sie haben Deutschland vom zweitgrößten Energieexporteur zum zweitgrößten Energieimporteur gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon eine Leistung, das hinzubekommen innerhalb dieser kurzen Zeit. Und die haben ja hier Neckar-Westheim 2 hier in Baden-Württemberg abgestellt, 11 Terawattstunden, das sind 11 Milliarden Kilowattstunden, also fast so viele Nullen, wie in den Regierungen sitzen. Und jetzt schätzen Sie mal, wie viele Windmühlen Sie dafür bräuchten, um das rein rechnerisch zu ersetzen.
Das sagt nämlich keiner von diesen Politikern. Da bräuchten sie tatsächlich 1000 bis 1200 Windmühlen, um das zu ersetzen. Im letzten Jahr wurden in Baden-Württemberg 16 Windmühlen aufgestellt und im vorletzten 9. Da braucht man auch nicht sehr viel rechnen können, dann merkt man, das kann nicht funktionieren. Wir haben, natürlich hat unsere Bundestagsfraktion, und da bin ich der auch sehr dankbar, natürlich nachgefragt, wo kommt denn der Strom dann her, wenn es jetzt nicht mehr von den Kernkraftwerken kommt. Ja, selbstverständlich kommt jetzt die Energie vom europäischen Ausland, von veralteten Kohle- und Kernkraftwerken. So sieht die Energiepolitik dieser Bundesregierung aus. Und was hat diese Bundesregierung noch auf den Weg gebracht? Sie hat jetzt das 2%-Ziel ausgerufen, beziehungsweise es sind nur 1,8%. Die Landesregierung hat gesagt, ja, da setzt man noch eins drauf, 2%. 2% der Landesflächen sollen jetzt mit Photovoltaik und Windmühlen zugeklatscht werden. Meine Damen und Herren, wenn Sie wüssten, was das bedeutet, das sind alle Gewerbeflächen in ganz Baden-Württemberg, was diese 2% ausmachen würden. Und selbstverständlich kriegen wir die 2% ja nicht in den städtischen Regionen hin, sondern die müssen dann auf dem Land errichtet werden. Das heißt, so Hohenlohe, da wo ich herkomme, da werden wahrscheinlich 3 bis 4% der Landesflächen dann für die erneuerbaren Energien genutzt werden müssen. Das sind wirklich Fußballfelder, große Photovoltaikanlagen, und das alles funktioniert aber trotzdem nicht, auch wenn Sie immer wieder sagen, die erneuerbaren Energien, die werden das Ruder herumreißen, denn das Problem ist doch bei den erneuerbaren Energien, das muss man immer wieder erklären, dass Sonne und Wind halt nur ab und zu kommen, das heißt zufällig kommen. Das heißt, wir haben schon durchaus Tage, wo es zu viele erneuerbare Energien sind, dann verkaufen wir es unter Umständen sogar fast zu negativen Preisen ins Ausland. Das heißt, wir bezahlen sogar dafür, dass es jemand abnimmt. Ja? Und dann gibt es doch sehr, sehr viele Tage, wo wir Strom importieren müssen. Und wir sind jetzt wirklich an der Zeit, wo wir sehr viel Strom mittlerweile importieren. Und das kostet natürlich erheblich viel Geld. Und deswegen ist die Energiewende auch gar nicht günstig, sondern sehr, sehr teuer. Und deswegen können wir einfach auch festhalten, was die Energiepolitik dieser Ampel- und Bundesregierung anbetrifft. Da hat das Wall Street Journal sehr schön formuliert: Deutschland betreibt die dümmste Energiepolitik der Welt, und dem gibt es nichts hinzuzufügen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Energiefrage, die hängt ganz arg mit der Wirtschaft zusammen. Tino hat schon sehr viel erwähnt. Das sind auch diese Standortfaktoren. Und wenn wir einfach sehen, dass man in Amerika 5-mal weniger für Energie ausgeben muss oder in China 8-mal weniger, ja, dann kriegen unsere Schlüsselindustrien, gerade unsere Chemieindustrie und auch unsere Hochenergieindustrien, da extrem Probleme. Das heißt, ich war ja auf der Fakuma an der Bodensee, war dort bei der Kunststoffverarbeitungsmesse, und dort haben mir die Geschäftsführer alle klar gesagt, dass die Energiekosten, dass sie sich zwar einen Puffer angelegt haben, aber dass die Energiekosten die Gewinne auffressen und das so nicht mehr lange gehen kann. Das heißt, die Energiekosten sind extrem hoch, dann kommen die Lohnnebenkosten, denn das, was der Tino da erzählt hat, dass diese Massenmigration in unsere Sozialsysteme selbstverständlich auch die Lohnnebenkosten erheblich steigert, das führt wiederum dazu, dass wir gar keine Fachkräfte mehr bekommen, denn die schauen sich die hohen Abgaben an, die bei 50% liegen, da kommt doch keine Fachkraft mehr nach Deutschland. Das heißt, wir kriegen eigentlich nur Armutsmigration hier in das Land. Und deswegen stimmt es generell nicht, meine Damen und Herren. Die Unternehmer, die haben auch in dieser Hinsicht das Vertrauen in die Politik hier verloren, und deswegen verlagern sie auch ihre Produktionen woanders hin oder verlagern auch die ganzen Investitionen auch ins Ausland. Und deswegen sind die etablierten Parteien wirklich die Totengräber unserer Wirtschaft. Und deswegen appelliere ich an alle, zum Wohle unserer Bürger, zum Wohle unserer Wirtschaft, tun wir alles dafür, dass wir diese Ampel so schnell wie möglich abgestellt bekommen. Und dann gilt wie im Straßenverkehr, rechts vor links. Vielen Dank.
Anton Baron. Lieber Anton, vielen Dank, dass du gekommen bist. Auch für dich. Ein kleines Fläschchen Wein. Dankeschön. Wird für die Heimfahrt wahrscheinlich ausreichen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass du einen Fahrer hast inzwischen. Ja. Sehr verehrte Damen und Herren, ihr habt gehört, wir sind die Partei des gesunden Menschenverstandes. Kleine Anekdote. Als ich vorhin draußen war, an der Straße, es war so, ja, 6:30, Stau, stehe da mit einem Kollegen, plötzlich geht beim Autofahrer das Fenster runter, saßen zwei doch etwas dunkelhäutigere Männer drin und fragt mich der Beifahrer, ist das hier die Veranstaltung von AfD, macht ihr das hier? Sag ich, ja, sagt er zu mir, ich als türkischer Staatsbürger finde das gut, was ihr macht. Das ist gesunder Menschenverstand, der hat begriffen, was in diesem Land falsch läuft. Und auch der hier nicht wählen darf, möchte nicht, dass das so weitergeht. Und dafür stehen wir, dafür kämpfen wir, kommunal, im Land, im Bund, in Europa. Und jetzt darf ich den Markus Frohnmeier auf die Bühne bitten. Und er wird uns jetzt nochmal einen Abriss direkt aus dem Bundestag geben. Unser Landesvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Markus Frohnmeier. So, ich werde versuchen, mich dann doch vielleicht etwas kürzer zu fassen. Sie sind jetzt schon 2 Stunden informiert worden und ich sehe auch, dass sich das Ganze ein wenig hier gelehrt hat. Aber lassen Sie mich vielleicht am Anfang doch eine Sache noch hier heute Abend ganz deutlich sagen. Ich möchte mich bedanken bei einem unserer engagiertesten Europaabgeordneten, die wir in den letzten Jahren in Brüssel hatten. Lieber Joachim, wir in Baden-Württemberg haben uns immer sehr, sehr gut von dir und deiner Arbeit vertreten gefühlt. Du hast wirklich großartige Arbeit dort geleistet und auch in einem Bereich, dem Haushalt, wo wirklich viel dazugehört, Aufmerksamkeit und eben auch, wo man ganz genau hingucken muss, nicht unbedingt immer die Stärke der Altparteien, wenn es ums Geld ausgeben geht, da sind die ganz vorne mit dabei, aber da haben sie in diesen Bereichen eben Schwierigkeiten. Insofern haben wir uns sehr darüber gefreut, dass du uns dort die letzten Jahre als AfD-Politiker so gut und so ja, würdevoll und angemessen vertreten hast. Das muss ich, glaube ich, an der Stelle wirklich mal sagen, weil wir kennen eben auch andere Fälle der Altparteien. Da gibt es Leute, die machen 35 Milliarden Euro Skandale mit Pfizer. Da wird kaum darüber diskutiert und auch in den Medien berichtet. Insofern freuen wir uns, wenn es eben auch vorbildliche Abgeordnete im Europäischen Parlament gibt. Danke für deine Arbeit. Meine Damen und Herren, bevor wir auf den Wahlkampf der AfD in den letzten Tagen zu sprechen kommen, möchte ich doch was zur Kommunalwahl am Anfang sagen und vielleicht auch ein Stück weit Hoffnung mitgeben und über die aktuelle Entwicklung sprechen, die wir im Moment erleben können. Wissen Sie, in den letzten Tagen und in den letzten Wochen erleben wir immer häufiger, dass eben auch Landräte auf uns zugehen. Das hat Gründe. Viele dieser Landräte in Baden-Württemberg müssen wieder gewählt werden. Und viele dieser Landräte können im Gegensatz zu Frau Baerbock und wie sie so alle heißen, rechnen. Und die haben bemerkt, dass sie unter Umständen die Unterstützung der AfD benötigen, wenn sie mit ihrer Arbeit als Landrat fortfahren wollen. Und ich hatte mehr wie einmal in den letzten Tagen die Situation, dass diese Landräte auch Interesse dann an Gesprächen hatten. Und da wurden mir Sachen gesagt, wie zum Beispiel, ich will es Ihnen heute Abend nicht vorenthalten, da wurde mir doch tatsächlich gesagt, wissen Sie, wir müssen jetzt bei uns im Landkreis monatlich bis zu 200 oder 300 Personen unterbringen. Und das ist sehr schwierig, die Grünen für diese Problematik zu sensibilisieren. Und darum bin ich da auch nicht mehr so orientiert.
Wir Bürgerlichen müssen doch jetzt zusammenhalten, wurde mir dann gesagt. Ja? Fand ich ganz spannend, weil Sie alle wissen ganz genau, wie mit uns, mit der AfD, eben auch in den letzten Wochen in diesem Wahlkampf umgegangen worden ist. Der Europawahlkampf, der Bundestagswahlkampf, der Landtagswahlkampf, der Kommunalwahlkampf, das ist immer die Zeit des Konjunktivs. Da kommen dann Medien mit irgendwelchen Räuberpistolen um die Ecke, mit irgendwelchen Geschichten über die AfD, ja, die sie über viele Monate, manchmal auch Jahre gar nicht gebracht haben. Und da gab es ja jetzt im Europawahlkampf diese ein oder andere bemerkenswerte Geschichte. Für mich ganz bemerkenswert war die Korrektiv-Story. Können Sie sich noch an die erinnern? Da wurde gesagt, dass unsere Partei, die Alternative für Deutschland, bei einem Geheimtreffen teilgenommen hätte in Potsdam. Man hat dann von einer Art Wannsee-Konferenz gesprochen, also viel dümmer geht es dann nicht mehr. Und dort wurde tatsächlich behauptet, dass wir, die AfD, Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die Staatsbürgerschaft entziehen wollen, um dann diese Menschen, wenn sie unliebsam sind, quasi außer Landes zu schaffen. Wissen Sie, es gibt nur eine Partei in Deutschland, die das tatsächlich gefordert hat. Und zwar im Zusammenhang mit den Demonstrationen, die sie in Hamburg und auch in Berlin und anderswo erleben konnten. Da haben CDU und CSU-Politiker gefordert, dass man Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft doch bitte die Staatsbürgerschaft entziehen soll. Aber wir von der AfD haben so eine Forderung nie formuliert und so eine Forderung nie vertreten. Die einzige Forderung, die wir immer wieder stellen, und ich finde auch zu Recht, weil es eine absolute Normalität in jedem Land dieser Welt darstellt, ist die, dass wir sagen, wenn sich ein Mensch zu Unrecht hier in Deutschland aufhält, ohne eine gesetzliche, ohne eine rechtliche Grundlage, natürlich muss dieser Mensch dann auch aus Deutschland ausgeschafft werden. Ein völlig normaler und natürlicher Vorgang in jedem Land der Welt, keine Rede wert, aber in Deutschland für viele Linke, Altparteien und Medien offenbar eine ganz schockierende Erkenntnis, dass es noch eine Partei im Deutschen Bundestag gibt, die geltendes Recht umsetzen will, liebe Freunde. Und wir haben das immer gesagt, wenn jemand hier schafft, sich legal aufhält, sich integriert, bereit ist, unsere Werte in diesem Land auch zu pflegen, an die eigenen Kinder auch Tradition weiterzugeben, dann sind doch Leute hier herzlich willkommen. Damit haben wir als AfD überhaupt gar kein Problem. Aber wir haben eben auch immer deutlich gemacht, wer dieses Land verachtet. Wer glaubt, dass er hier in der sozialen Hängematte sich ausruhen kann, Straftaten begehen, Domplatten tanzen und ähnliches, diese Leute wollen wir nicht hier in Deutschland und ich finde, darauf haben wir ein Recht. Und als dann die Korrektivgeschichte so ein bisschen in Vergessenheit geriet, weil man auch als AfD das ein oder andere Gerichtsverfahren gegen Korrektiv gewonnen hatte und die eben auch Lügen richtigstellen mussten, plötzlich sagten die von Korrektiv dann, wir haben ja auch nie behauptet, dass die AfD von Deportation gesprochen hätte und ähnliches, obwohl alle anderen Medien bis heute teilweise diese Lüge immer noch mit aufgreifen, kam dann die nächste Geschichte. Und das fand ich dann schon spannend, ich habe mir vorhin kurz überlegt, aber ich dachte, vielleicht ist der Witz dann zu makaber, ob ich Sie mit Ni Hao heute begrüßen soll. Ja, da kam dann quasi das AfD-China-Gate. Ja? Und das muss man sich schon mal ganz genau angucken. Da gibt es einen Mitarbeiter, der davor 11 Jahre lang für deutsche Sicherheitsdienste gearbeitet hat. Der war fürs Landesamt in Sachsen tätig. Der hat sich beim BND beworben. Irgendwann haben die Sicherheitsbehörden dann selber den Eindruck bekommen, dass der Mann offenbar vielleicht für China auch arbeiten könnte. Und dann gab es eine Sicherheitsüberprüfung. Der Herr wurde ins Europäische Parlament gelassen. Man hat ihm davor sogar noch die deutsche Staatsbürgerschaft gegeben.
All diese Dinge sind passiert. Ich weiß nicht, wie das bei Nachrichtendiensten ist. Wenn man 10 Jahre in der AfD ist, bekommt man eine Urkunde. Ja? Also wenn der 10 Jahre beim BND oder bei den Verfassungsschutzbehörden aktiv als Mitarbeiter war, dann gab es vielleicht auch ein Jubiläum. Und dann, kurz bevor so ein Europawahlkampf in die heiße Phase geht, kurz bevor die Briefwahlunterlagen kommen, gibt es dann einen großen Skandal über einen vermeintlichen AfD-Mitarbeiter, der dann eben irgendwie was für China getan haben soll. Und man versucht dann, das ist auch ganz interessant, das Institut der Sippenhaft in Deutschland wieder einzuführen. Also ich finde ganz gut, dass wir in unserem Land eine, ich sage jetzt mal, dass es hier die individuelle Schuld gibt. Ja? In der Rechtstheorie und auch in der Praxis. Und wir haben es geschafft zu überwinden, dass sie für Familienmitglieder zur Rechenschaft gezogen werden können. Wir haben es auch geschafft zu verhindern in Deutschland, dass sie für den Nachbarn oder für andere gerade stehen müssen. Und was wir hier erlebt haben in den letzten Tagen, ist, dass jemand für das möglicherweise individuelle Fehlverhalten einer Person in Rechenschaft genommen werden soll. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz übler Stil, der sich in diesem Wahlkampf etabliert hat. Was hier die Altparteien gemacht haben, auch mit Unterstützung der Medien, um eine Partei, die den Umfragen wirklich ernstzunehmend auf Rang 2, 3 und teilweise auch schon besser lag, in Ostdeutschland sogar die führende Partei mittlerweile schlechthin ist, das empfinde ich als eine Form von Wahlkampfeinmischung, ja sogar eigentlich von einer Desinformationskampagne gegen einen relevanten politischen Bewerber hier in Deutschland, weil vergessen Sie nicht, wenn ein ausländischer Nachrichtendienst eine Behauptung aufstellt, eine ausländische Zeitung diese Behauptung übernimmt und bis heute nicht ein Beleg auf dem Tisch liegt, bis heute nicht ein Beweis vorgebracht worden ist, außer Behauptungen im deutschen Blätterwald, die durch die ganze europäische, aber auch deutsche Öffentlichkeit getrieben worden ist, dann muss man davon sprechen, dass wir in Deutschland mittlerweile eine Einmischung in den Wahlkampf erleben, die so nicht weiter geduldet werden kann. Glauben Sie mir, wenn der Fall andersrum wäre, wenn es hier um SPD oder grünen Politiker gegangen wäre, da wären alle alarmiert und es würde darüber gesprochen werden, wie andere den innerdeutschen Wahlkampf beeinflussen. Und darum müssen wir ganz klar deutlich machen, dass wir solche Desinformationskampagnen auch als AfD nicht weiter akzeptieren werden. Viele Vorredner haben heute Abend gesagt, es ist gut, dass sie sich mal so eine AfD-Veranstaltung selber hier vor Ort persönlich anhören. Und ich kann dem nur zustimmen. Auf der anderen Seite stehen wir AfD-Politiker immer vor der Herausforderung, ich sage jetzt mal, wenn wir Deutschland beschreiben, dass Sie heute Abend nicht mit einem Gefühl heimgehen, Mensch, ist ja alles zu spät, ja? Hier kann man ja gar nichts mehr machen. Weil wenn Sie den Zustand in diesem Land beschreiben, dann wird einem natürlich anders. Da ist man natürlich besorgt. Schauen Sie, jeder zweite Mensch in Deutschland, eigentlich sogar mehr als jeder zweite Mensch in Deutschland, traut sich nicht mehr offen, seine Meinung zu sagen. Bei der Steuerlast, übrigens vor allem auch in Schulen, das ist etwas, was mich immer ganz besonders anfasst. Und wie will man es ja den jungen Leuten auch verdenken? Hätte ja nie für möglich gehalten, dass wir mal in einem Land leben, in dem 16-jährige Schülerinnen von Polizeikräften zum Rektor begleitet werden, weil sie eben einen vermeintlich falschen Inhalt auf Instagram teilen. Man muss sich das einfach mal überlegen, wo wir mittlerweile angekommen sind. Da muss man sich doch schon fast die Frage stellen, sind es eigentlich nordkoreanische Verhältnisse? Also ganz ehrlich, stellen Sie sich mal vor, hätten Sie das für möglich gehalten, wenn Ihnen jemand vor 3-4 Jahren gesagt hätte, also in Deutschland gehört es irgendwann mal zur neuen Normalität, wenn eine Schülerin von Polizeikräften zum Rektor geführt wird? Und wenn dann auch noch zugegeben werden muss, dass kein rechtlich relevantes Verhalten vorlag? Trotzdem gab es eine Gefährderansprache? Das muss man sich mal überlegen.
da sind wir mittlerweile angekommen, in so einem Land leben wir mittlerweile. Wenn wir weggehen vom Thema Meinungsfreiheit, individueller Freiheit der Bürger und uns einfach mal die wirtschaftlichen Daten, über die heute auch schon gesprochen worden ist, anschauen, da müssen wir doch ganz nüchtern feststellen, bei der Steuerlast sind wir mittlerweile Schlusslicht im OECD-Raum. Bei den Strompreisen, über die die Kollegen heute Abend schon gesprochen haben, haben wir eine regelrechte Explosion erlebt. Und wir erleben leider auch, dass mit dieser Bundesregierung allein im letzten Jahr 20% mehr Unternehmen als in den Vorjahren Insolvenz angemeldet haben. Herr Habeck würde jetzt sagen, das ist alles nicht so schlimm, die produzieren einfach nur nicht mehr. Ja, ja, das ist grüne Logik. Aber das sind doch alles Daten, die einen besorgt machen. Wenn wir uns dann noch vergegenwärtigen, dass über 200.000 gut ausgebildete Deutsche dieses Land verlassen haben und wir mittlerweile eine Fluchtbewegung erleben können von denjenigen, die was gelernt haben, die was können, weil sie den Eindruck gewinnen, dass sie für ihre Kinder, für ihre Familien und auch für die eigene Zukunft in diesem Land unter einer Ampelregierung nicht mehr ganz so viel geboten bekommen, dann ist das doch eine Entwicklung, die einen wirklich besorgt. Und wenn man das alles mal zusammenfasst, explodierende Strompreise, überbordende Besteuerung, eine ganz geringe Eigentumsquote, der Durchschnitt im Euroraum sind 67% Eigentumsquote, wir Deutschen liegen bei 47%, auch hier sind wir quasi fast Schlusslicht im europäischen Raum, das ist doch etwas, was die jungen Menschen, die ihr Leben vor sich haben, die an die Familie denken, es wurde vorhin gesagt, ich meine, es war von Tino Chrupalla, die im Alter von 25 bis 30 zum ersten Mal über das Thema Eigentum nachdenken sollten, was man früher durchaus getan hat, dann ist das doch eine Perspektive, die nicht unbedingt dazu einlädt, in diesem Land weiter zu bleiben. Und das ist die Politik der Altparteien, die wir seit über 10 Jahren beobachten und erleben können. Es hat mit Angela Merkel angefangen und es wird wirklich von dieser Ampelregierung fortgesetzt. Ich habe ja immer geglaubt, es geht nicht schlimmer nach diesen 16 Jahren Angela Merkel. Aber es ist manchmal im Leben so, gell? Also die Realität kann einen dann doch immer wieder überraschen. Und hier ist es eben auch der Fall. Wir haben wirklich meiner Auffassung nach die schlechteste Bundesregierung, die es seit Gründung der Bundesrepublik je gab. Und ich bin der Meinung, wir Deutschen verdienen Besseres. Schauen Sie, 2009 wurde die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben. Wir hatten damals ca. 400-500 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Das Ganze hat sich mittlerweile verdoppelt. Deutschland hat fast 1 Billion Euro Steuereinnahmen. Das Land ist nicht größer geworden, die staatlichen Aufgaben im Grunde eigentlich auch nicht. Trotzdem ist diese Regierung nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass man mit dieser mittlerweile fast 1 Billion Euro angemessen wirtschaften und haushalten kann. Und ich bin der Meinung, dass das doch ganz deutlich macht, dass wir mittlerweile ja von einer Gruppe von Politikern umgeben sind, die nicht mehr in der Lage sind, zum Wohle unseres eigenen Landes Politik zu gestalten und zu denken. Und das muss so schnell wie möglich beendet werden. Und darum will ich Ihnen vielleicht an der Stelle heute Abend auch noch sagen, was machen die eigentlich mit dieser Billion? Wo geht dieses ganze deutsche Steuergeld hin? Und vorhin wurde es schon kurz angesprochen. 1 Milliarde Euro bezahlen wir mittlerweile dafür, dass Menschen überwiegend nicht deutsche Staatsbürger im Bürgergeld sind. 1 Milliarde Euro im Monat. Wir bezahlen mittlerweile 33 Milliarden Euro jedes Jahr dafür, dass wir in anderen Ländern Entwicklungshilfe leisten. Und verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich heute Abend hier in das Publikum schaue, dann sehe ich wirklich gutherzige Menschen. Dann sehe ich Menschen, von denen ich glaube, dass sie auch bereit sind zu helfen. Aber ich sehe auch Menschen, die, glaube ich, gesunden Menschenverstand in sich tragen, die sagen, zuerst mal bringen wir unser eigenes Haus in Ordnung und dann helfen wir auch den Nachbarn.
Neben der Außenpolitik mache ich in Berlin auch Entwicklungszusammenarbeit. Und wissen Sie, da sehe ich ganz genau, wofür die 33 Milliarden Euro ausgegeben werden. Wir helfen momentan Indien mit einem Volumen von 10 Milliarden Euro dabei, in den nächsten Jahren, dass Indien die Energiewende schafft. Indien, viertgrößte Volkswirtschaft der Erde, eigenes Raumfahrtprogramm, Nuklearmacht. Ja, kann man mal machen, habe ich mir gedacht. Und dann wollte ich mir natürlich anschauen, für was sollen denn diese 10 Milliarden Euro genau ausgegeben werden. Es geht überwiegend um Windkrafträder und Sonnenkollektoren, aber sie bezahlen auch beispielsweise im Rahmen von 10,4 Millionen Euro dafür, dass Transsexuelle in Indien dabei unterstützt werden, einen sogenannten E-Rikscha, also Elektro-Rikscha-Führerschein zu erwerben, um dann eben mehr Gendergerechtigkeit im Transport und in der Logistikbranche zu erreichen. Dafür gibt Deutschland 10,4 Millionen Euro im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit aus. Wahnsinn! Sie bezahlen auch dafür, dass wir Menschen in Nicaragua dabei unterstützen. Ich bin mir mittlerweile auch unsicher, wenn ich die Titel alle lese, was eigentlich mein Lieblingstitel sein sollte, aber ich finde den auch ganz, ganz besonders ausgesprochen toll. Deutschland leistet jetzt seit über einem halben Jahrzehnt Unterstützung für die gendersensible Männerarbeit in Nicaragua. Also da können wir, glaube ich, doch sagen, interessant, wofür unser Geld ausgegeben wird. Wir bezahlen auch weiterhin 30 Millionen Euro, damit wir in Kenia Menschen dabei fördern, gendergerecht quasi kleinbäuerlich zu wirtschaften. Das sind auch Dinge, die wir bezahlen. Das Gleiche gibt es auch in Uganda. Und übrigens, das ist vielleicht für unsere Landwirte ganz interessant, währenddessen hier 800 Millionen Euro für Steuervergünstigungen fehlen, geben wir mittlerweile in Summe mehrere hundert Millionen Euro für gendersensible Projekte für Kleinbauern auf der ganzen Welt aus. Und lassen Sie mich das vielleicht als Entwicklungspolitiker an der Stelle auch noch kurz sagen. Zwei Drittel der 33 Milliarden Euro, die gehen an sogenannte systemische Wettbewerber, G20-Staaten, ja? Ein Drittel gehen an die Least Developed Countries, also an die ärmsten Länder der Erde. Und wenn ich mir diese Länder anschaue und die Projekte, die wir überwiegend machen, das sind drei Kernbereiche. Wir beglücken die Menschheit mit Gender Mainstreaming. Wenn wir nicht gerade mit Gender Mainstreaming beglücken, dann versuchen wir chinesische Außenwirtschaftspolitik in dem Bereich erneuerbare Energien zu machen, weil wo werden Windräder gebaut, wo werden Sonnenkollektoren gebaut? Nicht hier in Deutschland, ja, in China ganz überwiegend. Und wenn wir das nicht machen, dann organisieren wir mehr Migration für Europa und Deutschland. Das sind die drei Schwerpunktbereiche im Deutschen Bundestag. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit kostet den deutschen Steuerzahler 33 Milliarden Euro. Aber um aufs Thema zurückzukommen, was wird noch dann mit Ihrem Geld da gemacht? 8,4 Millionen Euro geben wir noch immer für die erneuerbaren Energien in Marokko aus. Da bezahlen sie im Moment in deutlich über 100 Projekten dafür Geld, dass wir in Moscheen neue LED-Lampen anbringen. Ja, können Sie alles nachlesen? Ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit funktioniert und arbeitet. Und ich könnte Ihnen den ganzen Abend verrückte Titel vorstellen und Ihnen Geschichten erzählen, wofür Geld ausgegeben wird. Lassen Sie mich vielleicht das an der Stelle noch ganz kurz sagen. Ich hatte mal die Freude, ein Entwicklungsprojekt in Santo Domingo anzuschauen, Karibikraum. Ich muss Ihnen täuschen, wir haben kein azurblaues Wasser gesehen, sondern sehr, sehr viel Müll. Wir waren quasi nicht an den Stränden unterwegs. Und da habe ich gelernt, dass Sie, der deutsche Steuerzahler, über 7 Millionen Euro dafür bezahlt, dass die Menschen dort eine Kreislaufwirtschaft entwickeln und auch sensibilisiert werden für das Thema Vermüllung. Und als ich dann da ankam, sah ich zwei große Überseecontainer. Die wurden extra für unser Antreffen neu lackiert. Und da habe ich den Projektleiter damals gefragt, Mensch, wie viel Kubikmeter Müll habt ihr denn jetzt eigentlich in den letzten 1,5 Jahren eingesammelt? Dann lacht er mich an und sagt, noch nichts? Ja, aber die Projektmittel sind noch geflossen. Ja, die sind geflossen, aber der Bürgermeister war kein großer Fan von diesem Projekt.
aber bei dem war ich doch heute Morgen, der findet es doch mittlerweile ganz prima. Ja, jetzt schon. Also den Rest können Sie sich denken, ja. Also ich will ja keine Vermutungen aufstellen, aber das passt auch ganz gut zu den Tümpeln, die wir in Kenia gesehen haben. Da haben sie auch mehrere hunderttausend Euro dafür bezahlt, dass im Hinterland dort quasi Teiche gebaut werden, um eine diversere Ernährung sicherzustellen. Da wurde dann eine Fischfarm aufgebaut. Fische haben wir da auch nicht gesehen, ja. Sondern leere Tümpel und zwei volle, es gab keinen Fisch drin, aber auch hier floss das Geld. Ja? Was will ich Ihnen damit sagen? Unsere Aufgabe ist wirklich auch immer wieder zu schauen, was passiert eigentlich mit Ihrem Steuergeld. Und glauben Sie uns, das tun wir. Ich klage mittlerweile seit über 3 Jahren gegen das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Warum? Weil dieses Ministerium an die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Aufträge im Wert von 10 Milliarden Euro vergeben hat. 10 Milliarden Euro. Und wir haben herausgefunden, dass diese 10 Milliarden Euro, die eingesetzt worden sind in den letzten Jahren, eine Wirtschaftlichkeit bei der Projektumsetzung hatten von unter 46%. Also Sie können sagen, mehr als jedes zweite Projekt war eigentlich für die Tonne, um es mal ganz hart zu sagen. Und ich glaube, dass die deutschen Bürger, dass die Steuerzahler ein Recht darauf haben zu erfahren, wie mit ihrem Geld umgegangen wird. Und dafür kämpfen wir jeden Tag im Deutschen Bundestag, weil wir der Meinung sind, dass man hier eines ganz klar sehen kann. Gute Menschen, die verteilen immer ihr eigenes Geld. Aber Gutmenschen verteilen immer das Geld der anderen. Und genau daran hakt es in Berlin. Und damit muss auch Schluss sein, liebe Freunde. Kommen wir weg von der Entwicklungszusammenarbeit an der Stelle, wo ich Ihnen wirklich einfach nochmal sagen kann, Wahnsinn, was da mit dem Geld gemacht wird, und gehen zur Außenpolitik. Auch die wurde schon angesprochen. Ich bin Mitglied des Auswärtigen Ausschusses in Berlin. Das heißt, ich habe immer wieder das Privileg, auf Frau Baerbock zu treffen. Ja, also das ist ja wirklich, ich muss ja wirklich sagen, die Dame ist ganz besonders. Und das macht sich an ganz vielen unterschiedlichen Stellen bemerkbar. Wenn Sie früher Außenminister der Bundesrepublik Deutschland waren, dann war das was. Jeder in der Koalition wollte gerne dieses Ministerium haben, weil es häufig dazu beigetragen hat, dass schöne Bilder entstanden sind und dass sie eben auch sehr gute Umfragewerte, gerade was die Beliebtheit anbelangt, hatten. Und Frau Baerbock hat es wirklich geschafft, in weniger als 3 Jahren dafür zu sorgen, dass man Deutschland in der Regel aus einer Mischung von Mitleid und ich sag jetzt mal, wissen Sie, wenn Chinesen Sie anlächeln, wenn man über Frau Baerbock spricht, dann sagt das sehr viel, ja? Oder wenn, ich muss schon aufpassen, ja, was ich da alles so erzähle, aber Es ist schon der Wahnsinn. Es ist schon der Wahnsinn, was wir mit der Dame erlebt haben. Wir haben nämlich von ihr jetzt die sogenannte, wissen Sie, feministische, wertebasierte Außenpolitik geschenkt bekommen. Und eine feministische, wertebasierte Außenpolitik funktioniert so: Von Russland beziehen wir kein Gas mehr, weil Russland ein böser Aggressor ist. Man kann die Meinung vertreten, okay. Auf der anderen Seite sagt dann aber das gleiche Haus, gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium Hand in Hand, also mit Baku, Aserbaidschan, das sind diejenigen, die in der Regel CDU-Politiker finanziell unterstützen, die Notleidenden. Ja, ja, fand ich großartig, als der CDU-Vorsitzende hier in Baden-Württemberg, Hagel heißt er genau, doch tatsächlich gesagt hat, wir von der AfD seien Freaks und vaterlandslos. Also wissen Sie, wenn ich mal zusammenrechne, was die CDU-Bundestagsfraktion an Schmiergeld in den letzten Jahren aus Aserbaidschan bezogen hat, dann machen da so viele mit, das hat fast schon Fraktionsstärke. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was da gelaufen ist an Schmiergeldzahlungen aus Aserbaidschan zur CDU. Aber warum spreche ich es an? Die Bundesrepublik Deutschland hat mit Baku einen Gasdeal geschlossen. Mit einem Land, das einen Angriffskrieg auf ein anderes Land geführt hat, nämlich auf Armenien. Wir haben auch einen Wirtschaftsminister, Sie erinnern sich, der nach Katar reiste.
auch feministische, wertebasierte Außenpolitik. Ich sage immer, der hat sich so tief gebückt. Ich dachte am Anfang, dass er den Schuh binden wollte, ja. Aber, ja. Aber das bringt uns doch eigentlich zum wesentlichen Punkt. Diese feministische, wertebasierte Außenpolitik ist alles nur nicht wertebasiert. Und darum setzen wir uns als AfD eben auch für eine interessengeleitete Außenpolitik ein. Und wissen Sie, für mich, gerade als junger Mensch, auch als Vater, ich habe zwei Kinder, ist es furchtbar, was dort in der Ukraine zwischen Russland und auch der Ukraine passiert, aber auch den anderen Akteuren, die dort involviert sind, sei das die USA oder eben auch, ich sage jetzt mal, China bis zu einem gewissen Grad. Es ist doch wirklich schlimm, dass dort gerade junge Männer zu hunderttausendfach, die eigentlich, man muss es so sagen, Brüdervölker sind, gegeneinander auf einem Schlachtfeld kämpfen. Und ich hätte niemals für möglich gehalten, dass in diesem so aufregenden Land Deutschland es tatsächlich mal dazu kommt, dass diejenigen, die diplomatische Lösungen fordern, dass diejenigen, die Frieden fordern, dass diejenigen, die sagen, mit immer mehr Waffen werden wir dort keine Lösung erzielen, weil es sich im Übrigen eben auch, es wird ja gar nicht funktionieren, die Logik klappt nicht. Wir haben hier keine konventionelle Auseinandersetzung mit konventionell bewaffneten Widersachern. Einer der Widersacher ist auf jeden Fall eine Nuklearmacht. Ja? Und Sie können eine Nuklearmacht auf konventionellem Wege niemals in die Knie zwingen. Irgendwann gibt es dann leider nur diese letzte Option und ich glaube, dass man da durchaus bereit ist, wenn es darauf ankommt, diese zu spielen. Und dann ist es im Übrigen auch kein Spiel mehr. Dann ist es blutiger und ja, blutiger Ernst für alle Beteiligten. Und wenn ich anschaue, wie dort eine Frau, wie diese Strack-Zimmermann in den letzten Wochen und Monaten hier in Baden-Württemberg über die Marktplätze zieht und immer mehr Eskalation fordert, wenn ich mitbekomme, was ein Kiesewetter sagt, der als deutscher Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses doch tatsächlich fordert, Deutschland soll dabei unterstützen, dass der Krieg jetzt auch nach Russland getragen wird. Da muss ich mir doch die Frage stellen, haben diese Leute sich tatsächlich mal ernsthaft darüber Gedanken gemacht, welche Konsequenzen es für unser Land hätte, für unsere Heimat hätte, wenn wir Kriegspartei werden? Und darum habe ich immer ganz klar gesagt, wenn ich diese Leute sehe und auch neulich im Deutschen Bundestag, schicken Sie Ihre eigenen Söhne, aber unsere bekommen Sie nicht. Meine Damen und Herren, ich komme dann auch so langsam zum Abschluss. Ich finde es einmalig, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Wenn die Energieader eines Landes in die Luft gesprengt wird und die Bundesrepublik Deutschland kein Interesse daran hat, die Sprengung von Nord Stream 2 aufzuklären, dann muss man sich schon die Frage stellen, woran liegt das? Wie kann es sein, dass diese Politiker keine ernsthaften Bemühungen unternehmen, um dafür zu sorgen, dass endlich Aufklärung stattfindet? Sie haben ein Boot dorthin geschickt mit ein paar Tauchern. Die Taucher waren nicht ordnungsgemäß ausgestattet, das heißt, die konnten nicht mal tauchen, weil die Ausrüstung für 80 Meter Tiefe nicht ausgelegt war. Ja, so arbeitet man in der Bundesregierung und danach war quasi Schluss. Und ich muss Ihnen ganz deutlich sagen, das muss aufgeklärt werden, wenn auf die Energiewirtschaft, auf die kritische, so ein Anschlag verübt wird, dann ist das früher eigentlich, wenn diejenigen, die das getan haben, bekannt werden, der Grund dafür gewesen, dass man mit diesem Land, das verantwortlich war, tatsächlich alle diplomatischen Beziehungen beendet und vielleicht sogar noch mehr tut. Ja? Und da frage ich mich schon, warum wollen diese Leute nicht aufklären? Warum gibt es bis heute keine ernsthaften Bemühungen, auch im Rahmen der Vereinten Nationen? Da hat China jetzt einen Vorstoß gemacht, dass Nord Stream aufgeklärt werden soll. Warum sagt da unsere Bundesregierung nein und will sich dazu nicht verhalten? Wir fragen das immer wieder und bekommen von den Altparteien keine angemessene Antwort darauf. Eigentlich auch keine Informationen. Das quasi im Bereich der Außenpolitik. Ich kann Ihnen nur sagen, wir müssen dazu zurückgehen, dass wir diese interessengeleitet gestalten. Das bedeutet, dass wir unsere Partner nicht mit hehren moralischen Ansprüchen permanent begegnen dürfen, sondern wir müssen einfach auch wieder zur Kenntnis nehmen, dass es Länder gibt,
die ihre eigene Gesellschaft so organisieren wollen, wie sie das dort vor Ort tun. Nicht jeder hat die Vorstellungen von deutscher Gesellschaft, Zusammenleben, demokratischen Werten und Ähnlichem. Und es ist nicht unsere Aufgabe, nicht die Aufgabe der Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die ganze Welt mit unseren Vorstellungen davon zu beglücken. Und ich glaube, das ist ein vernünftiger und guter Ansatz, weil wir wollen doch mit allen europäischen Partnern in Frieden und Sicherheit zusammenleben und wir haben kein Interesse daran, dass es zu einer weiteren Eskalation in Europa kommt. Ich komme dann zum Schluss. Letzter Punkt. Was unterscheidet diese AfD-Politiker von den Politikern der Altparteien? Machen Sie sich das bitte, was ich Ihnen sage, immer bewusst. Wenn die heute Abend heimkommen, wenn auch Sie heute Abend heimkommen, dann warten da vielleicht noch die Enkel, die eigenen Kinder. Die freuen sich dann, so ist es zumindest bei mir immer, wenn der Papa wieder nach Hause kommt. Und ich freue mich natürlich dann auch, die eigenen Kinder zu sehen, keine Frage. Wir denken nicht in Legislaturperioden. Politiker der AfD denken ausschließlich und immer in Generationen. Wir haben den Anspruch, dass unsere eigenen Familien, unsere eigenen Kinder möglichst so aufwachsen können, wie es uns auch mal vergönnt war. Und ich will es auch ganz deutlich sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder auf mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten treffen auf Weihnachtsmärkten, irgendwelche Betonpoller, die davor schützen müssen, dass Attentäter da reinfahren. Wir wollen auch nicht, dass man in Deutschland dazu angehalten wird, um keinen Druck ausgesetzt zu sein, in Schulen zwangs zu konvertieren. Sie kennen die Fälle aus Berlin, die die bundesdeutschen Medien aufgegriffen haben. Das ist ein Klima und eine Entwicklung, die wir ablehnen. Unsere Politiker der AfD, die setzen sich dafür ein, dass die Bürger hier in Deutschland auch in 10, 15 und 20 Jahren von Glockengeläut geweckt werden und nicht vom Ruf des Muezzin. Unsere Politiker der AfD, die setzen sich dafür ein, dass unsere Kinder, dass unsere Frauen auch sicher im öffentlichen Raum sich bewegen können und dass diese Unsitte von sogenannten Frauenschutzzonen, es ist ja völlig absurd, dass es so etwas überhaupt in einem Industrieland, in einem Land, in dem es Aufklärung gab, ein Land, das wirklich unzählige Nobelpreisträger hervorgebracht hat, dass dort eine Regierung auf die Idee kommt, dass man solche Zonen einrichten muss. Also das ist doch eigentlich eine sicherheitspolitische Bankrotterklärung, wenn man über so etwas in unserer Heimat diskutiert. Darum, Sie alle haben mit uns gemeinsam eine Aufgabe. Wir müssen dafür sorgen, dass unser geliebtes Deutschland, dass unsere Heimat auch in vielen Jahren noch lebenswert bleibt und ist. Sorgen Sie dafür mit der richtigen Entscheidung bei der Kommunalwahl, bei der Europawahl, dass wir Deutschland wieder großartig machen und dass Sie bekommen, was Sie verdienen, eine richtige, eine gute und verantwortungsvolle Regierung. Markus Fronmeier. Markus, vielen Dank. Auch für dich ein kleiner Schluck. Ich kann es mir geben, wenn du es nicht mehr brauchst. Ich sage ja immer, wenn das Wein ist, und der, wenn es so ein leichter Wein, muss man fast schon sagen, wenn der 4-5% hätte, dann wäre er so auf dem Niveau der FDP. Ne? Ich glaube, er hat so, ja, das, was die AfD mindestens haben sollte, hat er. So, Markus, bleib du nochmal da. Anton, Marc, Joachim und meine Stadtratskollegen, kommt nochmal kurz hoch, bitte. So. Ihr habt Sitzfleisch bewiesen. 2 Stunden, 20 Minuten. Ich war als kleines Kind mal mit meinen Eltern auf einer Kundgebung von der CDU. Das waren 70er Jahren. Da kam Franz Josef Strauß. Meine Eltern mussten dahin und ich musste mit dabei sein. Der langweiligste Tag meines Lebens. Aber ich glaube, heute haben wir da was ganz anderes gehört. Ihr habt jetzt gesehen, wen wir aufbieten. Auf kommunaler Ebene, im Landtag, im Bundestag und in Europa.
wenn ihr der Meinung seid, dass diese Leute, dass wir euch vertreten können, dass wir euch eine Stimme geben und dass wir Politik für euch machen, dann macht ihr am 9. Juni das Kreuz bei der AfD und zwar beim Europawahlkampf und kommunal. Vielen Dank. Und jetzt wünschen wir euch allen eine sichere Heimfahrt und macht noch was aus diesem schönen Frühsommerabend. Und morgen gut ausschlafen. Macht's gut. Tschüss. So, wir hatten aber noch geplant, dass wir noch zumindest die Nationalhymne singen. Seid ihr damit einverstanden? Okay, jetzt willst du sie einspielen? Ganz kurz, geht gleich los. Ihr seid ja schon am Stehen. Ja. Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit, Recht und Freiheit. Sehr schön, vielen Dank. Und dann wünschen wir allen einen guten Nachhauseweg. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön, dass Sie da waren.